Geht los und ich bin live. Nur mein Bild wird noch nicht übertragen, das ist schade. Ist ja auch geil, wenn man nicht bedenkt. Ha, Jetzt sind ist sie alle wenigstens. da, juhu! Und ich habe auch diesmal eine Aufnahme an. Das ist tschüss. Schnittstelle kacklappen, lädt schon oder nicht? Toll. Muss ich jetzt ernsthaft wegen dem Kack-Ding hier Twitch, muss ich jetzt ernsthaft F5 drücken? Ach nee, geht doch irgendwie. Oder geht es doch nicht? Wo ich da bin? Na, ich höre das doch. Ach, Kido. Ha. Geil. Warte mal, wo muss ich mich jetzt hier mit dem Sound muten? Ach nee, doch nicht, ich muss den Stream Also im muten, damit ich Stream dich jetzt solltest du dich höre. muten, sonst wird's verstörend für Ja. dich. Jo, das Okay. habe ich gerade gemerkt. So, ich mache jetzt bei mir hier drüben so, ich missbrauche jetzt mein Chrome als Stream-Ding und Overrun mache ich jetzt für andere Geschichten. Das mache ich jetzt zu. Oh ja, kannst mich mal Okay, tschüss. Leute, also wie es euch noch nicht entgangen ist, das ist jetzt ein neuer Stream, entsteht direkt nach dem ersten Golden Sun 2 Stream und zwar mit Kiddo als Zuschauer und Mitkommentator, wollte er ganz gerne mal machen. Und. Schönen guten Tag, ja, hängen mir wieder da alles an. Nee, aber wir haben halt immer gedacht, okay, ich hatte Kiddo lange nicht mehr dabei, wäre eigentlich ganz schön, wenn wir mal so ein bisschen entspannt talken könnten. Denn ich muss leider Gottes sagen, es war ja meine eigene Schuld. Aber der letzte Stream ist leider ein bisschen mit Discord aus dem Ruder gelaufen. Für den nächsten Stream werde ich definitiv sämtliche Sprachchannels außer denen für mich und einen eventuellen Co-Moderator muten. Weil es sonst einfach sich nur auf Discord verlagert, sich ohnehin schon kein Schwanz für den Stream interessiert und da habe ich einfach absolut keinen Bock drauf. Und ich sag mal so, Jo. ich geb da auch keine Schuld übrigens an diejenigen weiter, die es geguckt haben, weil. Ich bin schuld, weil ich habe die Möglichkeit offen gelassen. Das ist kein Problem. Das nehme ich komplett auf meine Kappe, aber beim nächsten Mal wird das anders werden. Und dieser Stream ist ja jetzt anders, denn es guckt im Grunde bisher nur Kiddo zu. Ice Cream ist aber auch noch da. Der könnte auch noch dazu kommen. So, und. Boah! Ich muss. Erik, weißt du, wie scheiße. Alter, weißt du, wie schlimm das gerade klang? Ich bin gerade fast. Alter, ich bin gerade gestorben unter meinen Kopfhörern. Ich will das jetzt noch im Stream sehen, warte. Ich hab das gleich noch. Die 20 Sekunden. Alter. Das ist richtig übel, oder? Alter. Nee, okay. Also, Usume, die alle hat uns ja erzählt, Mikageberg, da ist mächtig was los, weil da will Sasu wohl so eine Schlange erschlagen, die wohl jedes. Erschlagen. Erschlagen, die wohl jedes Jahr so ein junges Mädel verspeisen tut. Und deswegen, da stehen wir natürlich gegen. Und das ist nicht der Mikageberg, sondern der Gaia-Felsen, wie mir scheint. Nur eine Aber kurze es. Frage. Machst du noch bei GS jetzt hier noch ein bisschen off-topic oder nicht? Dann halte ich mich Na doch, zurück. nö, nö, nö. Off-Topic will ich auf jeden Fall weitermachen, weil der Dungeon, der jetzt kommt. Ach, hi, wieder da. Nee, das Ding ist, ihr müsst wissen, jetzt für die Leute, die es später auf YouTube schauen. Der Gaia-Felsen ist der wahrscheinlich langweiligste Dungeon im ganzen Spiel. Ja. Deswegen bin ich eigentlich extrem dankbar dafür, dass Kiddo dabei ist. Ich will unbedingt off-topic reden. Denn bis auf sehr viele Encounter, vor denen wir nicht fliehen können und einigen sehr eintönigen Regen, wird dieser Dungeon nichts beinhalten. Deswegen lenk doch bitte das Gespräch gleich mal auf ein interessantes Thema, wenn du eins hast. Der Geierfilm ist toll. Nee, warte, lass mich überlegen. Das wird jetzt nicht, es wird nicht Trump sein, so vorneweg. Okay. Das war ein Ist Statement. mit. Jetzt habe ich den Screenshot. Und jetzt macht den Scheiß. Pff, na, warte, was will man jetzt hier rein? Muss mich So. überlegen. Na, ich denke mal schon, das Off-Topic, das ufert ja bei uns beiden gerne mal in was Politisches aus. Ja, das Und stimmt. lol, was ist, sind das beides? Also die sehen mir aus wie diese geilen Samurai-Masken. Richtig cool. Übrigens ein Spaß gegen Dungeon. Übrigens sollte ich übrigens mal die Vermeidung anmachen, sonst dauert dieser Dungeon wirklich ewig, ewig zum Kotzen. Ewig. Ewig. Wenn du meinst, es geht nicht, geht Ach nicht, du Scheiße. geht nicht, geht's, dann geht durch. Oh mein Gott. Weißt du Tut. noch? Ja, na klar. Ich kenne Heinz, Heinz Erhardt, die alle Größe. Jo. Ach ja, ich kann noch die Silberweste equippen, sehe ich gerade. Geben. You want. Take me to Korea. Lass uns über Korea reden.
Ach, ich wollte auch die Vermeidung anmachen. Ich döde. Ach, hier ist das schöne Bild. Hab's die ganze Zeit gesucht. Das ist einfach eine Messe für alle Leute. Man musste irgendwann Best of Discord machen. Und jetzt bin ich mit einem anderen Account da. Ice Cream, kannst du eigentlich mit beiden Accounts zugucken? Das wäre nice. Nee, Spaß. So armselig bin ich auch nicht. Rein Interesse, aber wie hast du das bei Twitch gemacht, dass du den Chat so eingeblendet hast? Hast du da das gegrabbt und dann hin und her gezoomt, zurechtgezoomt? Ja, mit dem Ausschnitt-Tool habe ich das gemacht. Genau. So, okay. Super. Und weil es war mir halt irgendwie wichtig, dass dann die Leute, die es auf YouTube gucken, weil sie meinetwegen an dem Tag halt einfach keine Zeit hatten, dann halt einfach den Chat mit dabei haben, weil man nimmt ja doch öfters mal Bezug drauf. Ja, Ice Cream kann wirklich mit beiden zugucken, ist das geil. lol, ich bin jetzt aber echt am Überlegen, ne? Wie ging das hier nochmal? Oh, das weiß ich gerade echt nicht mehr. Weil es geht ja jetzt nicht vor und nicht zurück. Ich glaube, ich muss den Raum nochmal resetten. Ich hatte gerade so eine richtige Hirnfix-Situation. Ich habe ja bei meinen Screenshots an sich alles chronologisch einfach kurz ausschreiben darf. Und da war ein Ding drin, also vielleicht für die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, in Sachen Isaac, The Binding of Isaac, ist ja jetzt After Plus raus. Und jetzt war da ein Screenshot drin, da stand drauf, You Unlocked Sister Swiss, das ist ja ein neuer Boss. Und das war aber vom 26.06.2016 und ich dachte, hä, sind die durcheinander gekommen? Und das heißt, sie hatten praktisch diese Gameplay-Elemente schon in den alten Versionen drin und haben sie aber erst jetzt offiziell sozusagen released. Ist auch interessant, wie teilweise schon so Dateien schon 2 Jahre alt rumgammeln und irgendwann erst sozusagen auf neu rausgebracht werden. Naja, das schon, das stimmt. Aber gut, ich hab mir übrigens jetzt von deinem für zu mir freundlicherweise gesharten Steam-Konto mittlerweile auch mal Rebirth runtergeladen und ohne Scheiß, ich hab's heute gespielt. Und ich muss sagen, ja, mir gefällt das Spiel echt gut. Nur eine Sache ist am Anfang halt sau gewöhnungsbedürftig und das ist die Steuerung der Tränen. Also, dass du eben mit einer anderen Taste. Ja, ja. Also, das ist echt gewöhnungsbedürftig am Anfang, muss ich sagen. Das Spiel ist das, richtig. Das ist aber. Macht Spaß auf jeden Fall. Also, ich werde da auch bestimmt weiter dranbleiben, aber es ist gewöhnungsbedürftig für den Anfang. Ey, aber da muss. Aber das ist wichtig, dass du da halt unterschiedlich steuern kannst. Also, lernst du was später. Was willst du sagen? Nee, ich wollte eigentlich gerade nur sagen, hier mal für die Leute, die dann den Stream gucken. Das ist aber echt eine sehr kreative Art hier, das Ganze zu verpacken. Übrigens sind das hier keine Steine, sondern Baumstümpfe. Hat man zumindest im ersten Teil gesagt. Ich find's geil, dass die Vermeidung so lange hält. So. Das sieht so hart aus wie Baumstumpf. Das ergibt doch extrem viel Sinn, dass das ein Baumstumpf ist. Ja, es ist aber ein Baumstumpf. Also es steht zumindest so da. Digi-Raid pur. Sacht Ice Cream. So, jetzt aber mal ernsthaft, off-topic. Was hast du so off-topic? So, Leute, jetzt beginnt übrigens der Teil des Dungeons, der langweilig as fuck ist. So. Ein Venus-Gin ist schon genug. So, zack. Und jetzt haben wir. Und jetzt, Leute, Profi-Tipp für euch: Legt euch Wachstum auf irgendeinen Shortcut, ihr sterbt sonst. Weil im Prinzip geht man jetzt hier immer wieder mit Wachstum ran, kriegt eine Richtung gezeigt. Und oh Wunder! Es gibt wieder einen Raum mit einer kleinen Pflanze, die euch eine Richtung zeigt. Wow, und daraus besteht der ganze Dungeon. Sag mal, Erik, kochst du dir eigentlich gerade was? Du bist doch bestimmt wieder in der Küche. Nee, tatsächlich nicht. Deswegen Cosma! Deswegen habe ich 2 Monitore an. Cosma wäre gerade fast geraggt, Alter. Ach so, ja stimmt. Jenna ist ja jetzt in der Scheißklasse. Jetzt kann sie ja ihre guten Heilsprüche nicht mehr. Ah. Dann muss jetzt halt eine Nuss herhalten. Ich kann jetzt nicht riskieren zu fliehen, weil wenn bei mir jetzt was stirbt, dann ist sie wirklich tot. Also. Ich habe mir einfach nur eine Nostalgie halber jetzt den Geiger-Felsen im Hintergrund mal als Musik angemacht. Ich finde die Musik der Felsen. Ich ertrage das sowieso nicht lange, aber ich. Ja, wirklich, ja, Leute. Also ich muss sagen, der Soundtrack der Spiele ist geil as fuck. Ich feiere den richtig, aber die Felsen im zweiten Teil. RIP. Bis auf den. Also bis auf den Aquafelsen sind die alle unerträglich. Wirklich alle. Durch die Bank. Die sind alle schrecklich. So alter Umbra Arboris, also der Baumschatten. Der Schatten des Baumes, ey, der tankt echt eine Menge.
Ich hatte gerade eine schöne Idee so in Sachen Off-Topic. Wie ist denn das überhaupt jetzt in Sachen Aussichten? Was kommt denn demnächst auf deinem Kanal, wenn die Wedlock beendet sein wird? Wenn die Wedlock beendet sein wird, das habe ich gegenüber Adrian auch, glaube ich, schon erzählt. Wenn die Wedlock vorbei ist, kommt auf meinem Kanal Tales of Symphonia, juhu! Und Ice Cream für dich als Mitwisser. Sei bitte ruhig. Vorerst. Die Leute, die GS2 gucken, können das ruhig mal erfahren. Ja, deswegen, ja, du machst das jetzt ja öffentlich, da kann man das ja mal in einer ganz entspannten Runde. Ja, richtig. Runde. Also, ich würde das jetzt in einer ganz entspannten Runde diskutieren. Du kannst ja mal deine Heilrunde. Du kannst ja mal deine Meinung dazu reinschreiben, Ice Cream, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich unbedingt spielen wollte. Ist doch eh Mimic, ja, safe. Und das mit so wenigen Heilern. Kaputt. Und das mit so wenigen Heilern im Team, ganz lecker. Ganz lecker. Oh Gott, das hätte. Also wenn ich es jetzt nicht gut anstelle, dann fickt er mich. Ah Gott. Fuck. Hoffen wir mal, dass das funktioniert, sonst habe ich ein Problem. Oder? Okay. Schallkeule, wie viel Schaden? Oh mein Gott! Aaron ist instant tot, scheiße! Okay, Leute, ich muss nochmal raus hier. Fuck it. Ah. Okay. Doris, ich hab den Gameplay-Deeplay, weil ich guck gerade, aber du bist noch in einem scheiß Mimikkampf. Ja, ich bin immer noch im Mimikkampf und der hat Aaron gerade getötet. Ihr müsst nämlich ihr müsst wissen, Erik hört mich ja gerade noch über Discord, logischerweise. Und weil sonst könnt ihr ja nicht mitkommentieren und deswegen, dadurch, dass der Stream eben einen gewissen Delay hat, so irgendwas zwischen 10 und 20 Sekunden, ist Erik jetzt eben wirklich auf einem etwas anderen Stand von Audio, beziehungsweise vom Audio, Videoverhältnis her. Es ist bei ihm jetzt gerade ganz abstrus. Wobei, ich bin 20 Sekunden in der Zukunft. In der Zukunft? Was mag wohl die Zukunft? Das war keine Anspielung auf unseren Diktator. Nein. Vor allem unser Diktator, das ist halt das Geile. Und ich hab mich einmal zu meinem Land bekannt. Vor allem unser, ne? Das klingt so wie, ach, unser Kleiner. Unser Kleiner. Felix hat nur noch 13... Felix hat nur noch 13 HP. Es wäre schön, wenn du einfach mal sterben würdest. Please. Es gibt so eine Macke, wenn ich immer mit Marnik rede über irgendeine Internetplattform, was dumm ist. Wir reden uns vor allem, ich rede bei ihm immer grundsätzlich rein. Das ist mir immer wieder unangenehm. Ich hasse es. Es passiert mir immer wieder. Ich habe dir gerade übrigens auch reingeredet, aber ich... Nee, ich rede nur. Schon wieder. Es ist so doof. Vor allen Dingen finde ich es blöd, dass Jenna... Oh Gott. Leute, wirklich... Eine Sache, bei der ich wirklich sagen muss, die haben sie in den anderen, in Anführungszeichen, Golden Sun Generationen so verbessert, dass du für Wachstum nicht mehr Venus und Mars kombinieren musst. Wirklich, Leute, es fuckt einfach nur ab in dem Spiel, weil ihr verkrüppelt eure Werte einfach komplett damit und ihr habt richtig beschissene Synergie außer dem Wachstum, aber ihr braucht das Wachstum halt. Weil so ich muss sagen, ich finde das an sich gameplay-technisch gar nicht so schlecht, weil du hast dadurch sozusagen als Spieler diesen Zwang, dass du auch mal auf andere alternative Synergie umsteigst und hast so ein bisschen Abwechslung drin. Das ist für ein Let's Play ganz interessant, aber für einen privaten Playthrough vielleicht nicht das Tolle. Aber an sich kriegst du Möglichkeiten aufgezeigt. Also ich sag mal so, normalerweise würde ich dir da zustimmen, nur das Problem ist, die einzige Synergie, für die ich meine Djinns variiere, ist Wachstum. Für andere Synergien mache ich das nicht. Also wenn ich es bei anderen Synergien auch machen müsste, verschiedene Kombinationen ausprobieren, wäre es echt ein geiles Gameplay-Element. Aber so wie es jetzt ist, ist es einfach scheiße. Scheiße. Aaron lebt wieder. Aaron lebt wieder. Yay. Auch ein hoher Funke, dass ich den hab. Tschüss. Tschüss, dass der wieder lebt. Würdest du Dark Messiah heute noch spielen? Pack mein Laptop nicht. Sorry. Wie hieß denn der, dieser eine... Ich vergesse mal den Namen wieder in GS3, da der erste Djinn, den man ja auch den Wiederbelebungsdjinn, weißt du, wie ich meine? Ah, warte, der erste, meinst du jetzt den Isaac dann hat, oder? Nein, in GS3. Ja, ich weiß schon, aber der erste Wiederbelebungsdjinn des Spiels, den hat Isaac im Finsterwald, oder wie er hieß? Ach so, nee, ich meine, hieß der war irgendwas mit VVR, oder hieß der so? Ja, warte mal, der lebte in den Ruinen von Konpa, warte naja, mal. Naja, Konpa, ja. Werbe, glaube ich, oder? Der hieß doch Werbe. Ja, es war Werbe. Ja, der hat bei mir einfach nie geklappt. Immer, nee, immer wenn ich mal drauf angewiesen habe, nie.
nie. Das ist halt wirklich so. Und das sind Gegner, die bringen viele EP, aber ich weiß nicht, ob ich das riskieren möchte. Ich riskiere es einfach. Ja, mach einfach, mach einfach. Wir müssen ja so ja, tun, als ob wir irgendwas actionreiches haben. Ja. Ah gut, die sterben auch alle nach 4 Angriffen. Das ist gut, aber jetzt boostet er natürlich seine Verteidigung. Screw you. Ich werde jetzt etwas aus dem kleinen Alltagsphilosoph vorlesen. Manik weiß, welches Buch ich meine. LOL. Komm mal, ich stoße mit dem Ding jetzt mal ein Thema an, dann haben wir. Okay, jawohl, das ist eine super Idee. Ich habe auch noch ja, die beste. Geh, mach doch die Grafikeinstellungen so weit nach unten wie geht. Pass mal, also nimm es mir nicht übel, Ice Cream, aber ich müsste dafür jetzt alles bei OBS nochmal neu einstellen und ich habe da keinen Bock drauf. Also zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal vielleicht Dark Messiah probiere, aber ich übernehme da auch keine Gewähr für, dass das klappt. Das ist eine gute Sache hier gerade. Passt auf. Der liebsten Freundin oder dem liebsten Freund möchte man sich ja eigentlich mitteilen. Trotzdem haben wir alle Dinge, über die wir nicht so gern reden. Dürfen Freunde Geheimnisse voneinander haben? Fragezeichen? Na. Ich bin der Meinung, unter Freunden spielt man sich nicht aus. Nee, aber ich würde eigentlich... aber ich würde schon sagen, das kann ich so weder bestätigen. Nee, jetzt mal im Ernst. ich bin halt der Meinung, es gibt Dinge, die man schon voreinander geheim halten kann. Aber jetzt gerade Dinge, die einen bedrücken, sollte man generell nicht für sich behalten, sondern dann wirklich erstmal mit jemand anderem reden. Felix, du hast 3 MP, PP, GG. Ich hoffe mal, du kriegst wieder ein bisschen was dazu. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nämlich nur einen Psy-Kristall. Findet ihr dieses Dungeon-Layout nicht auch toll? Das ist wirklich der langweiligste Dungeon, aber ganz ehrlich, es gibt eben... Der Bohrerfelsen macht dich wahnsinnig mit seinem Dreck-Soundtrack. Wir erhalten die rostige Keule, nice. Bitte lass mich fliehen. So, Erik, was sagst du denn dazu? Zu was? Zu dem Thema Geheimnisse voreinander haben. Ach so, ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Angewohnheit von mir. Mir ist es tatsächlich unangenehm, mit bestimmten Menschen über bestimmte Themen zu reden, aber das ist bei jedem so. Also ich kann jetzt zum Beispiel mit... Keine Ahnung, mit dir ist ja jetzt hier so mit meinem besten Kumpel über andere Dinge, so wie soll ich sagen, reden, als wie ich das jetzt beispielsweise mit irgendwelchen Schulkameraden oder mit, keine Ahnung, Verwandten oder so tun würde. Aber andererseits gibt es auch Themen, da hat man irgendwie immer so eine gewisse, obwohl die eigentlich völlig unbegründet ist, so eine gewisse Scham voreinander, obwohl man sich ja eigentlich so gut könnte, doch ist man sich so fern, das ist das Paradoxe. Das stimmt. Aber das ist ein Effekt, den kenne ich natürlich auch. Also ich muss jetzt auch sagen, du bist ja auch wirklich mein bester Freund. Es gäbe jetzt natürlich, also sagen wir mal so, es gibt Dinge, die du ja generell niemandem erzählst, die würde ich logischerweise auch dir nicht erzählen, ne? Also jetzt so eine Sache wie ich habe einen neuen Pickel am Arsch oder so, das muss ich ja keinem auf die Nase binden. Aber ich habe übrigens einen neuen Pickel, nee, Spaß. Also aber so Dinge, was dich wirklich seelisch bedrückt, jetzt mal abgesehen vom Pickel, das würde ich dir immer erzählen. Ja, das ist auch sehr schön, das basiert ja sowas auf Gegenseitigkeit. Oh Leute, übrigens, wir sind jetzt durch mit dem Mikage-Berg und ich will mich auf jeden Fall nochmal komplett heilen, weil sonst bin ich am Arsch. Wie ist denn jetzt hier eigentlich? Ich suche gerade wieder einen schönen Soundtrack. Bitte mach ihn aber nicht an. Bitte mach es nicht. Nein, bitte nicht. Nee, ich glaube, ich mache mir mal deine beste Soundtracks-Liste an. Oh, das ist schön. Das ist, ich glaube übrigens, dass du so einer der ganz wenigen bist, der die kennt. Das finde ich cool. So, wir brauchen... Eigentlich würde ich gerne Aaron die mehr PP geben. Der kann es wirklich gebrauchen. So, jetzt auf jeden Fall erstmal... Ich finde dieses Thumbnail immer noch so schön bei Pokémon Showdown. Das ist so geil. Ich finde es schön, dass du das schön findest. So, jetzt hat Jenna erstmal wieder ihre guten Moves. Wir regenerieren auf jeden Fall noch unsere PP und dann geht's los. Ja, Ice Cream, wenn es bei dir funktioniert hat, ich werde es versuchen, wenn wir diesen Boss hier besiegt haben, denn kleiner Spoiler, da kommt ein Bosskampf auf uns zu. Hört ihr eigentlich Rap? Ich höre Rap, aber das hat, glaube ich, gerade... Ich komme auf das Thema zu sprechen, wenn ich mit Erik mit dem Thema durch bin. Rap. Steam-Account? So. Leute, die haben das... Ach nee, doch nicht, doch. Ich dachte schon ganz kurz, die haben diese Funktion rausgemacht, dass man die Playlists mischen kann. Doch, ich dachte schon. So, okay.
Also du machst gerade die beste Soundtracks-Playlist an und währenddessen komme ich mal auf Ice Cream zu sprechen. Ich höre Rap, aber nur von bestimmten Rappern. Also wenig extrem. Ist mein absoluter Lieblingsmusiker Classified. Kanadischer Hip-Hopper der ersten Stunde, macht einfach geile Musik. Ist natürlich auch ein bisschen speziell, logischerweise. Aber ich kann wirklich nur sagen, wer klassischen Hip-Hop mag, Classified hören, das ist himmlisch. Himmlisch! Ich liebe Classified. So, ich habe auch, glaube ich, also ich habe nicht jedes Album, aber einen großen Teil und ich sammle, bis ich sie alle habe. Ich habe sie alle als CD hier, weil ich finde, als MP3 Note ist alles so scheiße steril. Und vor allen Dingen ist mir bei Rap eben Authentizität wichtig, das heißt, Gangster-Rap höre ich so gut wie nie. Ich höre auch gerne Battle-Rap, aber nur bestimmte Runden, die eben auch sehr musikalisch sind. Und wo ich gerade von Musikalität rede, diesen normalen Rap, wie er jetzt auch in der Julian's Music Cypher praktiziert wurde, richtig fett, gibt es einige Runden, die ich fast Dauerschleife höre. So, und damit habe ich eigentlich meine Frage recht detailliert beantwortet, glaube ich. Gibt einfach nur geile Rap-Musik. Ich muss mir übrigens bald einen neuen Tee machen. Ich glaube, das mache ich noch. Von A, von wem? Mit deiner Tee-Unabhängigkeit, das ist überhaupt nicht. Ja, aber wirklich ohne Scheiß, ne? Du kennst ja meinen Dauerhalszustand. Kennst du ja? Ja. Und ohne Salbei-Tee. Vom Seitenbacher hätte ich das echt nett geschafft, muss ich mal sagen. Der Seitenbacher Mann, ey. Der Seitenbacher Mann. Ramann, hören Sie gern Musik? Manchmal hören nicht Gangster. Nein, Erik, nein, das hast du nicht gemacht. Es gibt ja viele Dinge, worüber wir reden können, aber du weißt ganz doch. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Weißt du, das Schlimme ist, es gab eben vorhin so eine Taktik, da meinte Eclipse halt so, yo, fang mal wieder an, wie Marcel Davis zu reden. Weil ich bin halt letztens mal einfach so random auf dem Discord-Server in so einem Sprachchat, weil da haben eben gerade Muffin und Eclipse gechillt. Und da fange ich einfach so an, hallo, ich bin Marcel Davis, ich bin zufrieden, seit 16 Jahren. Bei Snare du Snare. Und ich habe schon lange wieder volle HP, aber ich glaube, ganz ehrlich, einfach just for the lols, ich werde Aaron jetzt nochmal voll heilen und dann, Aaron heile ich nochmal voll, zack, und dann laufe ich nochmal. Heil ihn mal so richtig voll, ey. Hashtag eine Armlänge. Hashtag eine Armlänge. Übrigens, da hinten sehen wir schon ein Drachen. Ist das ein Drachen? Das ist der Drachenlord da hinten. Das ist ein zu Drachen. Ein gar prächtiger Drache. Kleiner Winkler. Der kommt von der... Der war nicht auf der Wolfschanze, der war auf der Drachenschanze. Ich mag Eminem Alligator und das, was die anderen Mainstream-Rapper, zum Beispiel 187, sind einfach nur scheiße. Ach, und das war's so. Jeder, der sowas hört, hat eine IQ von 3. Sehe ich halt genauso. Das ist halt das Schöne, dass Classified eben absolut nicht Mainstream ist. Also in Deutschland kennt den halt echt keiner. Kriegt auf jeden Fall eine dicke Empfehlung von mir. Wenn du da was Gutes hören willst, Filthy vom aktuellen Album ist richtig geil. Richtig geil. Ist halt alles ziemlich Kopfnicker-Shit. Ist halt geil. So, Erik, ohne Scheiß, ich würde dich irgendwie heute voll gerne nochmal Isaac streamen sehen. Nur so eine Runde, so ein Run. Ein Run. Und das ist dann übrigens ein Run. Ich habe noch null Erfahrung mit dem Spiel. Wirklich null, Leute. Es fehlen übrigens nur noch 2 PP. Dann können wir uns es mit Vipera aufnehmen. So wird der Boss nämlich heißen. So. Jawohl. Okay. Spoiler, hör mal auf zu spoilern, Digga. Okay. Wer seid ihr? Wie kommt ihr hierher? Von draußen vom Walde komme ich her, einen neuen Tee, das brauche ich sehr. Ach, nur Osume, Kushinada und ich besitzen die Möglichkeit, hierher zu gelangen. Aber ich habe ohnehin keine Zeit zu plaudern. Ich muss dafür sorgen, dass die Schlange dies hier zu sich nimmt. Wenn sie dann müde wird, werde ich zuschlagen. Wenn ihr versteht, dann geht mir aus dem Weg. Geht zur Seite. Das heißt, er organisiert dahin ein richtiges Besäufnis für die Schlange. Ey. Wenn ihr versteht, dann geht euch mir aus dem Weg. Geht zur Seite. Okay. Und was passiert, wenn wir mit der Schlange reden? Felix untersucht den Boden. Die Gefäße sind randvoll mit dem Drachenmal. Ich wusste mal, was ich hier machen musste. Wallah, Habibi. Allah, Allah. Immer. Geh mir sofort aus dem Weg. Ich geh dir nicht aus dem Weg. Allah, Allah. Geh mir sofort. Nein, ich geh dir nicht aus dem Weg. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen musste überhaupt. Wallah.
Alter. Absolut Wodka. Ich wette, das ist Rachenmal, das ist dann so absolut Wodka oder sowas. Ach komm. Ich muss ihn einfach von der Seite anlabern. Das war der unepischste Bosskampfbeginn meinerseits überhaupt. Und damit sind wir im Kampf mit Vipera. What the fuck? Das ist ein extrem starker Gegner, muss ich ja mal sagen. Snare. Es ist ein irre starker Gegner, das meine ich ernst, Leute. Also der ist wirklich hardcore. Deswegen muss ich mich ja jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich kann gleich in die Offensive gehen. Hier, komm. Erstmal Gin-Spam. Beste Taktik. Lach nicht, sonst hole ich meine Brüder. Oh, Manik, ich war in Berlin, da kann ich keine Storys erzählen. Nee, ey, das geht überhaupt nicht. Pass auf. Erzähle. Da war halt wirklich genau dieses Klischee von Reden. Und das Schlimme ist, ich kann halt ja relativ schnell so adaptieren, da kann ich irgendwie, kannst du ja auch. Und man kann das wirklich sich richtig angewöhnen, so richtig behindert zu reden. Hast du Problem mit mir? Komm zu mir, ich hab Brüder am Start, ey, ist echt wirklich. Hier ist mein Messer, Bruder. Da ist mal am Lotto-Ding vorbeigegangen auf der großen Hauptstraße, da kam immer, Wallah, ich schwör ganz im Ernst, ey. Echt jetzt? Alter. Ja. Was sind das für Opfers? Oder ich bin mal früh, bin ich Brötchen holen gewesen, fuhr den Fahrstuhl runter, kam wieder und hab gedrückt und da kam so ein richtig dicker, fetter Araber mit so einer richtig fetten Klischee-Schmalzlocke raus und hat erstmal so richtig fett gerülpst. Echt jetzt? Ja. Gut, da sag ich nur Aladalad, mehr sag ich da gar nicht. Ja. Alter. Und dann statt man irgendwie mal grüßt oder so, nee, der Fahrstuhl war ja noch nicht offen und du hörst aus dem Fahrstuhl einfach so richtig ganz lang gezogen. Alter. Ich durfte dann 9 Stücke hochfahren. Lecker. Boah, weiß ich generell, wenn du dann so neben dicken Männern stehst, ist immer super, Alter. Und da gab es noch so eine Frau, das hat mir meine Tante erzählt, die stellt sich einfach immer irgendwie mitten in der Nacht in den Flur und schreit einfach ganz laut und geht dann wieder zurück in die Wohnung. Die schreit bestimmt lang. Warte, wenn Aaron jetzt wegen des Giftes gestorben wäre, dann hätte ich geschrien. Du hast aber einen schönen Genitiv genommen. Was? Hast aber einen schönen Genitiv genommen. Oh ja, wegen des Giftes. Wegen des Giftes. Guck, wir machen jetzt mal, ja? Korrekt Deutsch. Sprich mal jetzt korrektes Deutsch. Mutiger, ich spreche immer korrekt. Ja, der spricht korrekter als der ganze Rest von die Bagage. Hast du Probleme? Ich kann super Deutsch mit den Sachen hier. Ich war gestern im Solarium. Wir haben auch an der Schule einen Running Gag, der lautet wie folgt: Komm Bahnhof, meine Cousins warten dort. Es kommt mir bekannt vor. Allah. Ach gut, Cosma ist tot, das ist jetzt nicht so tragisch. Aber Aaron ist tot, das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. Vipera kann 3-mal angreifen. WTF, das ist stark. Richtig stark. Alter. Ich weiß genau, warum ich Vipera damals so gehasst habe. Bitte, funktionier. Nein. Okay, gut, Jenna ist auch tot. Fuck, jetzt lebt nur noch Felix. Jetzt kommt Schwarzeis. Und ich bin tot. Echt? Ja. Ich habe Vipera damals zwar First Try geschafft. Ihr könnt nicht gegen die Schlange kämpfen. Nicht solange sie noch bei Sinnen ist. Nee. Ich mach einfach weiter hier. So, ich weiß aber echt gar nicht mehr, was ich mit Sasu machen musste. Ja komm, ich kenne den Dialog, alles gut. So. Sorry, wo waren wir gerade? Ich musste gerade neu starten. Wir waren gerade bei den ganzen, wo waren wir eigentlich? Bei der komischen Aussprache oder bei dem richtigen Deutsch, machen wir gerade. Richtig, stimmt. Wir wollten gerade anfangen, richtig korrektes Deutsch zu sprechen die ganze Zeit. So. Ich probiere nämlich korrekt. Ja, gut, dann werden wir uns nun mal etwas gewählter ausdrücken und nicht mehr der Schmach der Alltagssprache verfallen. Wie sehen Sie das, Herr Shitani? Ich denke, den gehobenen Sprachduktus zu gebrauchen, steht Leuten unseres Formates wirklich sehr gut zu Gesicht. Zumal dann das Prekariat unfähig ist, unserem Reden zu folgen und damit
nicht verständigt darüber ist, worüber wir uns austauschen, ist natürlich ein Effekt, der durchaus wünschenswert erscheint, sollte man denn Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Ober- und Unterschichten provozieren wollen. Für wahr, Herr Teufel. Diese ansonsten omnipräsente Proletarier-verkommene Sprache ist wirklich nicht wünschenswert in einer solch gehobenen Klasse, wie es unserer solchen beliebt. Weißt du, jetzt müsste irgend sowas, weißt du, ganz ehrlich, ich meine, es sind zwar 20% Delay, aber wenn dann sowas kommt wie Ice Cream schreibt sowas wie Bourgeoisie Forever in den Chat, das würde ich so feiern. Weißt du, da kommt dann einfach so das Hashtag Bourgeoisie Forever. Das wäre nice. Aber es gibt Dinge, die werden einfach nicht passieren. Manchmal gibt es eben Dinge. Die kann man am Telefon nicht regeln. Wie zum Beispiel mit Sasu. Er will die Schlange immer noch. Er will die Schlange abfüllen, aber er packt es halt einfach nicht, weil die sau viel verträgt. Ich weiß nicht, ob es überbreckt ist, dass ich die dann so von der Seite anquatsch. Ich hab da doch keine Ahnung. Kann ich vielleicht irgendwie. Alal! Nein, das funktioniert nicht, scheiße. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass dieser Zauberspruch funktioniert. Der Alal-Zauberspruch! Alal! Ich dachte, der Sängel funktioniert. Ach Gott. Mann. Ach so, warte mal. Stimmt, ich glaube, ich kann Geistleser bei Sasus einsetzen. Zu Sasuke gegen. Wie viele Fässer braucht man, um diese blöde Schlange zu schwächen? Ich glaube, das ist so oder so eine Roll, was du da machst. Also, weil er auch die Fässer rollt. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ja, ich geb's zu, das war auch übertrieben. Ich würde so nie im normalen Leben sprechen. So sprichst du wirklich nur, wenn du willst, dass sich der andere nicht versteht. Also wenn, ja, wenn ihr auf YouTube euch jetzt mal irgendwann die Zeit nehmen sollt, euch Politikerreden anhören, die halt wirklich genauso sprechen, dann wisst ihr genau. Die wollen gar nicht, dass man das versteht, was ihr da sagt. Das wollen die. Ich mag ja Menschen, die so eine Mischung aus Alltagssprache und trotzdem noch klassifizierter, wie soll ich sagen, inhaltsvoller Sprache haben, wenn diese irgendwas hinkriegt. Ja, also, sei es Moderator oder sei es irgendein Sprecher, das ist das Geniale. Also weißt du, ich habe da halt letztes Mal so einen Vortrag gehört von Herrn Eugen Drewermann, kann ich übrigens sehr empfehlen. Und der hat ihm zum Beispiel nicht gesagt, die Orang-Utans, unsere Verwandten laut dem darwinistischen Prinzip oder was weiß ich, der hat gesagt, die Orangs von Borneo, unsere nächststehenden Vettern im Stammbaum des Lebens. Das ist komplett verständlich. Es ist halt einfach nur alte Sprache und das klingt schön. Es klingt wirklich schön. Ich finde es halt einfach schön, solche alten Worte teilweise sinnvoll einzubinden. Es erhebt wirklich die Qualität der Sprache. Aber manchmal ist es halt auch recht übertrieben. Ich probiere Vipera einfach nochmal regulär, aber ich glaube halt echt. Oder ich mache halt die richtige Billo-Taktik. Warte mal. Mach die Billo-Taktik. Du weißt, welche Billo-Taktik ich meine, oder? Ja, ich weiß. So, warte mal, man kann ja irgendwie, glaube ich, nicht select. Warte mal, ich glaube, es ging auf Start, oder? Nein. Es ging irgendwie, dass du... Es ging halt irgendwie so, dass du alle mit einem Mal auf Abruf setzen konntest. Aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Also das ist jetzt wirklich, Leute, das macht ihr wirklich nur, wenn ihr ganz verzweifelt seid und dem Boss den heftigsten Damage seines Lebens. Ja, ich kenne den Dialog Sasus. Ich mache jetzt einfach noch einen Safe State hier hinten, damit ich den Dialog nicht nochmal machen muss. So. Zack. Kann sein, dass mein Internet um 11 kurz ausgeht. Okay, das ist gut zu wissen. Danke, dass du Bescheid sagst, Ice Cream. Aber nur kurz, sonst verzeihen wir dir das nicht. So, eigentlich brauche ich mit Felix nicht zu beschwören. Der kann ja eigentlich den Heiler geben. Das Heiler. Ich beschwöre es nicht. Heiler. So, Jenna, einfach Meteor, Thor und Boreas. Ganz stumpf. Meteor. Da. Okay, macht harten Damage, aber ich glaube, jetzt tanke ich halt gar nichts mehr, Alter. Alter, das habe ich erstaunlich gut getankt. Ich muss mal sagen, was mir aufgefallen ist, wir haben den Tag in der Schule da wegen unserem Ding im Projekt.
Die Battle Engine mal ein bisschen, wie soll ich sagen, genauer analysiert von Golden Sun 1 und 2. Und ich muss mal sagen, obwohl da eigentlich verhältnismäßig die Animationen ganz billig gemacht sind, kommt es verdammt authentisch rüber. Wir werden da viel adaptieren an der ganzen Sache. Also generell, Golden Sun ist in dem Punkt generell eigentlich, wenn du mich fragst, extrem weit vorne, extrem weit voraus, weil man hat halt einfach richtig, richtig gute Animationen, die aber halt. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Es sind an sich sehr simple Grafiken, dadurch, dass sie so pixelig sind, auch noch vergleichsweise einfach zu animieren. Aber es wirkt trotzdem richtig, richtig gut, was man da gemacht hat. Das ist schon sehr authentisch. Ach komm, benutze das Fläschchen einfach auf dich selber. Und Aaron, falte die Hände und bete für dich selbst. So, Dunst macht keinen Schaden. Ach, Schwarzeis, jetzt sterben wieder Leute. Cosma stirbt, okay. Okay, ohne Scheiß. Vipera ist mit 2 Angriffen schneller als ich und jetzt ist wieder Felix der Einzige, der lebt. Dampfhammer und nach 3 Runden oder so verloren. Nice one. Ich bin gerade fast so weit, in der Komplettlösung nachzugucken, weil ich irgendwie glaube, dass es noch irgendeine besondere Voraussetzung gab, um Vipera wirklich zu besiegen. Warte mal. Erik, was? Ja? Wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Ich bin gerade was am machen, jetzt schicke ich ihn nachher mal bei Discord. Ich überlege tatsächlich gerade die ganze Zeit, ich hatte so eine Idee für den neuen Dungeon, aber es passt hier vielleicht nicht rein. Im alten Bahnhof. Nee, ach, alter Bahnhof meinst du? Das passt. Naja, ist aber eine geile Idee. So, warte mal, jetzt Komplettlösung. Jetzt gucke ich mal. Nee, es ist wirklich ein bisschen billig, aber ich... Ich meine nur, das nützt ja nichts. Das nützt ja alles nicht. Genau, hier der Gaia-Felsen. Ich will einfach nur mal wissen, weil irgendwie war mir so, als könnte man noch was... Genau das nehme ich. Man muss nämlich... wie nennt man das? Chatbug gerade hart rum. Ne? So ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, weil ich gerade auf einer anderen Seite bin. Ich weiß aber auch warum. Ich weiß, warum es nicht funktioniert, Leute. Erik zeichnet wieder Hentais. Das macht er immer. Nee, gut, ich weiß jetzt warum, Leute. Erstmal müssen wir hier raus. So, weil... Funktioniert hier nicht, nice. Wir müssen deswegen hier raus, weil wir wirklich, bevor Vipera richtig realistisch bekämpft werden kann, noch einen anderen Teil des Dungeons durchlaufen müssen. Irgendwie hatte ich das noch im Urin. Weil hier vorne auf diese Plattform muss nämlich noch ein besonderes Item drauf, das wir uns aber hier am Äußeren des Gaia-Felsens holen können, wenn wir hier einfach hochklettern. Das habe ich bis vor kurzem einfach komplett übersehen. So, jetzt muss ich überlegen. Ja gut, passt alles. Ach, aber irgendwas hat das Design von dem Dungeon von außen schon, das ist schon schön. Also von außen ja, aber ich sag mal, ich finde halt einfach die Idee, dass du, so, wie erkläre ich das jetzt, ohne dass es blöd klingt. Wobei, warte mal, mir ist gerade was aufgefallen. Ach Gott, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ich find's halt einfach blöd, dass du im Inneren einfach Wachstum spammen musst. Das ist einfach komplett blöd, wirklich. Das ist auch kein gutes Design, weil ich sag mal, du verkrüppelst, du wirst gezwungen, deine Werte irgendwie zu verkrüppeln. Jetzt kann ich... Oder war das... Nee, es war nicht L, das oder war's... R und Select? Ja, R und Select war's, genau, Leute. Jetzt weiß ich's wieder. So, zack, weil jetzt hat Jenna den besten Heilspell überhaupt, und zwar die Heil-Aura. Ich wusste es nicht, ich hab drauf gewartet. Die Heilaura. Und das ist ein sauguter Spell. Eine saugute Synergie, die einfach 100 bei jedem von uns heilt. Ohne den wird übrigens der Kampf gegen Vipera höllisch. Wie steht ihr eigentlich zu YouTube-Kacke? Warum frage ich das jetzt überhaupt? Wie stehst du zu YouTube-Kacke-Ice Cream? Das ist die viel interessantere Frage. Konsumierst du Kacke? Also YouTube-Kacke. Oh, guck mal, hier baumelt was rund. Ah. Nice one.
Also das Design von außen an diesen Felsen finde ich halt schon geil und ich wurde einfach mal überrascht. Lass mich... Warum? Ey, wirklich. Ich glaube, die Chance beim ersten Mal in Golden Sun erfolgreich zu fliehen liegt, wenn überhaupt, bei 10%. Wenn überhaupt. Das fuckt halt schon so ein bisschen ab. Dann sollen sie es für die erste Runde einfach gleich komplett weglassen, ohne Scheiß. Och Gott, bitte nicht diese Windspeier schon wieder, diese schreckliche Sassi. Erik, ich hasse ihn. Er ist so trennend. Ja. Also Leute, müsst ihr jetzt wissen, zur damaligen Zeit war eben Radioactive in den Charts und wir dachten uns so... Nein, wir dürfen diesen Insider nicht verraten. Okay, dann halt nicht. Wir brauchen Insider, die nur wir kennen, weil wir müssen uns gut... Den kennt aber noch... Das ist aber auch unter Dritten noch bekannt, dieser Insider. Naja, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass das hier genannt werden wird. Mann, wenn du siehst, was ich hier nachher habe, ich gerade erstelle. Solange du keine Rambo-Digitation erstellst, ist alles gut. Ich kann euch dann vielleicht irgendwann, wenn mich noch einer in den Kommentaren fragt, wenn sich das überhaupt noch irgendjemand anguckt, zeige ich euch, was eine Rambo-Digitation ist. Das ist... Ich finde das immer tatsächlich entspannt, so eine Videos, wenn man sowas anhat. Aber das macht sich einfach kein anderer an. Einfach so ein Gequatsche, so ein... Das bringt mich mal voll runter. Macht geil. Ja, eben. Also ich sag mal so, das ist auch eigentlich der Grund, warum ich teilweise gerne Let's Plays schaue. Du kommst halt einfach mega runter beim Gucken. Einfach weil jemand im Hintergrund labert. Boah, ihr müsst mir aber echt einen neuen Tee machen. Muss echt was trinken, kennst du ja. Nee, aber mal wirklich. Ihr habt keinen mehr. Und, ich möchte aber den Gaia-Felsen heute noch durchkriegen, wenn ich ehrlich bin. Mach das. Boah, das Team klingt gleich doppelt so geil, wenn man speedet. Nicht. Dieses Team klingt so scheiße, wenn man speedet. Und wir finden eine Nuss, eine fucking Nuss. Bin ich jetzt nur für eine Nuss durch all diesen Ärger gegangen? Warum versuche ich überhaupt zu fliehen? Das macht eh keinen Sinn. Mann. Weiß aber irgendwie ist es schön, wenn man sich über so Dinge aufregen kann. Ja, das stimmt. Da wird einem halt nicht langweilig. So, ich bin aber am Überlegen. Irgendwie komme ich hier nicht ganz weiter. Ich glaube halt, ich muss den anderen Weg versuchen. Es klingt so schön, wenn man speedet. Ah. Du siehst, was ich hier gerade produziere. Ich schicke dir das dann gleich mal. Es ist so doof. So, Ice Cream ist wieder da. Schön. Hier geht's aber auch nicht weiter gerade. Das ist wirklich mysteriös. Das ist jetzt wieder dieses, ich häng mich einfach auf. Okay, das kenne ich beim Klettern. Das passiert manchmal. Bei Golden Sun 2. Kannst du also noch ein bisschen Undüne probieren? Nein, vergiss es, Alter. Das kann ich nicht. Wie gesagt, Nein, ich. Tu doch nicht so, du willst es doch auch. Oh nein, ich bin ein Tempel. Nicht Deichkind. Please not. Ein Deichkind, Alter, dieser Name ist. Ist schon so ein geiler Name, ne? Deichkind. Ach so, ich weiß wieder, wie es ging. Genau. Ach so, stimmt. Ich finde übrigens diese Lösung für dieses Problem mega kreativ, darf ich das mal nebenbei anmerken. Also ich finde es wirklich geil, wie sie das hier gelöst haben. Weil jetzt können wir wieder ganz zum Anfang zurück und diesen einen Pfad dort drüben betreten. Ey, es ist so genial. Man muss, deswegen steht nämlich auch dieser Windspeier da oben, um dir im Prinzip zu zeigen, yo, das Ding fängt an zu schaukeln, wenn du ranbläst. Rambo. Geht's nur mir so oder hat Eriks Stimme sich total verändert? Ja, der hat sich wirklich, also der war jetzt wochenlang im Dreh. Nee, eigentlich hat er einfach nur Stimmbruch. Wo auch ich noch nicht komplett durch bin, wie man ja an meinen Halsschmerzen sicherlich merkt. Naja, Stimmbruch nicht, aber ansonsten passt das schon. Nee, also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass du mal eine tiefere Stimme kriegst als ich. Ich meine, gut, klar. Hast du das gerade gerafft?
Was? Also den Witz gerade gerafft. Ich habe gar nicht auf Witze geachtet. Wiederhol's bitte nochmal. Ich hab gesagt, an sich beim Stimmbruch zwar schon, aber weil du ja gesagt hast, ich bin noch nicht ganz mit dem Stimmbruch durch. Also du hast gesagt, ich bin noch nicht ganz durch. Ich hab gesagt, aber ansonsten bist du dann schon. Ja gut, das stimmt. Da hast du recht. Das muss einfach stimmen. Ich bin halt wie so ein Steak. Wiesel. Gut durch. XD. Oh, wow. Weißt du? Das ist halt, das ist so schlecht, wenn du diese Steak-Metaphern. Wie möchten Sie Ihr Steak? Wie mein Mineralwasser. Blutig. What the fuck, Alter? Wie komm ich jetzt auf blutig? Wie mein Mineralwasser. Das ist tiefgründig, Marnik. Das passiert, wenn du dich hinter dem Bahnhof mit Ice Creams Cousins getroffen hast, dann ist der Mineralwasser blutig. Weil deine Zähne dann im Wasser schwimmen, als wären sie ein Holzboot, Digi. Digi. Ich. Boah, meine Stimme sagt gleich Digi. Ey, muss... So, pass mal auf. Ich gehe mir jetzt ein paar Bonbons holen. Bonbons. Bonbons. Und eine Flasche... Ich wusste es, und eine Flasche Wasser. Wir tun uns dann gleich wiedersehen. In der Zwischenzeit kann ich Kiddo ein bisschen unterhalten. Bis gleich. Oh, ich vor allem. Ich bin kreativ. Geht auf meinen Kanal. Oder auch nicht. Ich finde dort die manifestierte Dummheit. Dort ist einfach gar nichts. Außer ein paar komische Videos. Können sie euch ansehen, aber ihr werdet nicht viel dabei zu hören und zu sehen bekommen. Außer, oh, der veraltet ist oder null Ebene hat, in keinster Weise. Ihr könntet aber trotzdem machen. Ganz eure Entscheidung. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt. Oh, jetzt komme ich natürlich hier genau auf den einen Frame. Nee. Wunderschön. Sache, die ich hier gerade mache. Hä? Ich hab mich schon wieder verzählt. Muss noch eine Runde. Ja, lieber, ja, was abonniert Campster? Ja, das muss so. Ja, vielleicht mache ich ja irgendwann mal wieder jetzt. Ist vielleicht ein paar Eisen. Könnte man ja mal machen. Eigenname. Oh, jetzt muss ich grüßen. Warum musst du ruhig sein? Ich habe alles gehört. Das ist gut. Lol. Ich weiß doch, dass er... Was? Alles gut. Ich habe gesagt, ich weiß doch, dass du das gehört hast. Ach so. Was war das denn für ein komischer Fatzke? Habt ihr das gesehen? Lol. Lol. Lol, die schmeißen mich hier einfach runter. Du Heuschlöje. Tun die mich hier einfach runter. Vor allen Dingen, Leute, das ist gerade ein richtig lustiger Zufall. Ich wusste bis vor ein paar Sekunden nicht mal, dass diese Dinger kommen. Da wisst ihr einfach, was ich für einen perfekten... Da wisst ihr einfach mal, wie perfekt ich um die Dinger rumgeklettert sein muss in meinem ersten Playthrough. Und zwar zufällig. Das ist der Shit, Alter. Seht ihr selbst, ich habe das Spiel gespielt und selbst ich entdecke immer noch Neues. Und ich hab ja nur den ersten Teil gespielt, das zweite nur mal ein bisschen als Let's Play angebrochen, aber nie so richtig komplett gesehen. Also auf mich konnte er nicht setzen. Die 2 ist aber meiner Meinung nach noch viel besser als die 1, weil Felix halt auch der coolere Protagonist ist. Trotzdem war es für mich immer Isaac for Smash, einfach weil... einfach weil, Isaac for Smash. Ja, einfach weil Isaac... Und damit meine ich übrigens nicht den Isaac, sondern ich meine den Kurzhand Isaac, logischerweise. Isaac! Joins the battle! Oh, es gab so viele coole Fanvideos davon, Mann! Wisst ihr, das ist irgendwie echt schade, dass Camelot sich bis heute... Ich meine, eigentlich sollte man meinen, dass Camelot, nachdem die letzten paar Mario Tennis und Golf so ein Desaster waren, dass Camelot sich denkt, ja...
wir sollten vielleicht mal wieder ein altes Franchise ausgraben, nachdem seit Jahren im Internet geschrien wird, und zwar Golden Sun. Warum macht ihr es dann nicht? Ohne Scheiß, in dem Punkt verstehe ich Camelot nicht. Weil, ich meine, Golden Sun hatte nie riesige Verkaufszahlen, aber es hatte bessere Verkaufszahlen als das letzte Mario Tennis und würde in der Produktion wahrscheinlich nicht mehr verschlingen. Also, warum? Oder sie machen ein Remake zu Shining Force oder was weiß ich. Aber hört doch einfach mal auf, das Mario-Franchise weiter auszuschlachten. Das bringt eh nichts. Ich meine, ich finde es generell scheiße, wie The Binding of Isaac Rebirth ist gut. Das stimmt. Kotzt mich generell an, wie man Nintendo nur auf Mario reduziert, weil Nintendo einfach scheinbar seit Jahren nichts Besseres zu tun hat. Scheinbar zumindest. Das ist halt der Eindruck, der entsteht. Seit 50 Jahren seinen gesamten Output komplett auf Mario umzustellen. Und übrigens. Das nervt einfach auch irgendwann. Ja, das stimmt. Du denkst halt, es ist auch so mit Pokémon. Wenn du Nintendo sagst, kommt immer als erste Assoziation Pokémon. Ja, weißt du, was Nintendo sonst noch gemacht hat? Nee. Man reduziert Nintendo einfach komplett auf diese beiden Franchises. Dabei kann Nintendo so viel mehr. Ich meine, es gibt auch noch Franchises bei Nintendo wie Fire Emblem, Ace Attorney, Golden Sun, Dragon Quest. Warum spricht niemand über diese Franchises? Die sind objektiv gesehen viel besser. Na gut, viel besser als Pokémon, da könnte man drüber streiten, aber viel besser als ein Mario auf jeden Fall. Zumindest was den Inhalt angeht. Was jetzt den Spaß macht. Es gibt ja auch schöne Mario-Spiele, es gibt ja auch verschiedene, muss ich sprechen, verschiedene Genres, aber was halt so ankotzt ist, Nintendo hätte so viele Möglichkeiten, aber gut, das hat eh das Nintendo-Paradoxon. Die könnten so viel mehr aus ihren ganzen, wie soll ich sagen, Franchises oder beziehungsweise aus ihren persönlichen Dingern, die sie sich geschaffen haben. Schon allein F-Zero, so viele Leute regen sich schon mal auf. Ich habe mir das Spiel letztens mal ein bisschen genauer angeschaut. Da könntest du gerade jetzt, guck mal, zum Beispiel Kid Icarus Uprising, haben sie nach so vielen Jahren wieder aufgegriffen. Boah, warum nicht mit anderen Reihen, was so erfolgreich wäre? Also Kid Icarus Uprising war ja damals fast schon so eine Art Launch-Titel, wenn man eben sagen wollte, yo, wir haben die Wurzel nicht vergessen. Und dann hat man eben einfach gesagt, yo, wir nehmen jetzt dieses alte Franchise, machen einen modernen Shooter draus und machen eben ein richtig witziges und spaßiges Spiel draus. So ein bisschen das Dark Souls des 3DS haben sie einfach draus gemacht. Und es ist so geil, dieses Spiel. Es macht richtig, richtig Bock. Und da denkt man sich so, Nintendo, ihr könnt es doch, ihr könnt eure alten Franchises perfekt in ein neues, modernes Spiel umwandeln. Nur warum macht ihr es so wenig? F-Zero ist ja jetzt wirklich auch ein extremes Beispiel, weil viele Fans sagen halt so, das ist tausendmal besser als das x-te Mario Kart. Die wollen F-Zero. Aber juckt halt keinen, ne? Beste Kombo, Soy Milk mit Triple Shot mit Polyphemus. Wow, ich verstehe. Ja gut, aber naja, Soy Milk mit Polyphemus, es gibt, das bringt nicht sehr viel. Da brauchst du Libra, dann ist das okay. Sei das wie Ironie. Ja, Marlin versteht ganz viel. Als jemand, der heute zum ersten Mal wirklich aktiv Rebirth gespielt hat, verstehe ich eine Menge. Ice Cream Waffle, halt musste mit Ipplecake spielen. Das habe ich mal gemacht, hier über das mit den Start-Parametern, wenn du das einstellst. Musst du auch ausprobieren. Ipplecake, Soy Milk. Warte, ich habe ganz viele Damage Booster, da machst du so mit einem Minishot einfach so instant einen Gegner platt. Das ist cool. Und wir haben übrigens gerade den tanzenden Götzen gefunden. Götzen mit unbekannten Kräften. Übrigens können wir unsere Attacke. Da sind wir doch gleich wieder beim Thema Mario, wenn du schon Götzen. XD! Jetzt geht's los. Alter, nee. Wirklich. Langsam kotzt mich halt auch Marios Gesicht an. So langsam zumindest. Aber nur so langsam sozusagen. Nur so langsam. Sonst ist es gar nicht so schlimm. So, hier können wir jetzt nämlich den tanzenden Götzen ein bisschen tanzen lassen. Ja, lass Baby. Mach mich. Fruchtig. So, jetzt gucken die beiden Drachens. Jetzt gucken die beiden Drachens auf den tanzenden Götzen und machen hier ein paar Türchen frei. Und da können wir jetzt durchgehen. Wir können jetzt durchgehen. Wie ein plus 6 Lucario mit Scarf. Bitch. Der war so jetzt schlecht. Hat er aber rausgehauen. Jetzt. Also, weißt du? Oder jetzt irgendwie sowas wie: Du bist gut durch. Wie ein Steak, das 20 Minuten gebraten wurde. Lass mal ein paar schlechte Lines machen.
Das Einzige, was ich machen kann, ist Lion. Rotkäppchen-Sex, Fantasien mit 1000 Kerlen, was? 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 What did I just... Da sag ich ganz ehrlich, ich will ihn nur noch Willy Brandtwein essig. Oh! Warte mal, was fällt mir noch was ein? Oder auch Hindenburgunder, wer kennt ihn nicht? Gestern habe ich Kohl gegessen. Mit Hackfleisch. Doch nicht etwa Helmut. Helmut! Lass Helmut mal verschiedene wichtige Anspielungen machen, komm. Was? Adi, lass mal erstmal aus dem Spiel, das wird dann der Endjoker. Komm, wir probieren jetzt mal irgendwelche schlechten Politiker nachkommen oder Vornamen. Okay, warte, wer von uns beiden fängt an? Ich würde sagen, du, weil du der Gast bist. Okay, das ist aber nett. Na gut, wie gesagt, ich habe ja meinen schon gebracht. Der Gute, ich muss heute mal wieder einen guten alten Hindenburgunder trinken. Sag mal, müssen es jetzt so Wortwitze sein, oder, Nee, du kannst auch kreativ sein. Hau raus. Okay, Niemand liebt die bewaffneten Missionare. Hast du es gerade gehört? Nein. Oh nein. LOL! Jetzt. Was? Yo! Jetzt fangen hier einfach an, so grüne Teppiche durch den Raum zu fliegen. Voll der Perser, Digga. Boah, Alter, ich muss schon wieder auf Klo. Ich könnte kotzen, Alter. Das finde ich aber per se nicht gut. Boah. Direkt dran gedacht, ne? Ja, meine. Okay, warte mal. Vielleicht. Ich hab den Prophetenhut gedroppt bekommen. Ohne RNG-Manipulation. Oh mein fucking Gott. Der ist Prophetenhut. Prophezeit Niederlage. Nice, das kann ich gebrauchen. Alter, Felix hat einfach weniger Verteidigung als Cosma. Das ist irgendwie schon bitter. Und ich fällt's nicht irgendwann ins Cosma. Guten Tag. Oh mein Schlaf Gott. Ins Cosma. Ich fall gleich ins Cosma. Mann, mir fallen gerade keine lustigen. Warte mal kurz, wo dieser. Meine Mutter. Oh, man, ich bin schnell in Disco. Bis gleich. Bis gleich. In meinem. Wahrscheinlich wird das auch auf YouTube ein ziemlicher Monolog bleiben, weil ich hier führe. Ich bin dir schon dankbar, Ice Cream, dass du uns nicht allein bist. Das ist wirklich richtig, richtig nett von dir. Aber ich glaube auch auf YouTube wird sich das keiner angucken, weil ich meine, Golden Sun 2 hat schon als Let's Play einfach keinen gejuckt. Okay, kann ich auch irgendwo verstehen. Weil es halt wirklich auch von meiner Seite her nicht wirklich ideal moderiert war, etc. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber es ist halt schon irgendwo schade, weil das war halt wirklich so ein Projekt. Man steckt halt einfach so von der Bedeutung her wirklich 100% Herzblut von meiner Seite drin. Und das ist halt wirklich, wirklich schade gewesen damals. Und ich hätte mir echt gewünscht, es hätte eine breitere Resonanz gegeben. Also damals bei beim Let's Play zum ersten Teil konnte ich irgendwie noch, hi Erik, konnte ich irgendwie noch drüber hinwegblicken. Weil ich halt da irgendwie total fasziniert davon war, yo, mach alles daily, laber einfach ein bisschen, zumal ich halt immer noch ein bisschen Feedback von Kiddo zwischen den Parts so im Real Life bekommen habe. Aber ich habe eben irgendwann zwischen dem ersten Teil und dem Let's Play zu diesem hier die verhängnisvolle Frucht des Kommentarfeedbacks gegessen und habe das demzufolge dann irgendwie so bei jedem Projekt erwartet. Und irgendwie konnte ich dann eben, als Golden Sun 2 überhaupt ziemlich langsam und lau angelaufen ist, überhaupt nicht damit umgehen. Naja, das Krasse ist aber, das hatte ich ja damals bei GS1 gar nicht gejuckt, ne? Das finde ich ja so heftig. Ja eben, ich meine ja, ich habe damals halt wirklich von einer sehr verhängnisvollen Frucht gegessen. Aber es ist halt generell schon krass, dass ich als YouTuber teilweise so um Feedback betteln muss. Ist ja, halt gut, schon... das macht selbst ein Safazahn im Together, der jetzt mit Kong. Ich guck da gerade vor, deswegen wird mir gerade das Beispiel ein. Naja, Forestos habe ich heute übrigens auch gespielt. Habe ich mir jetzt runtergeladen. Übrigens von Ice Cream, der mir dankenswerterweise seine Bibliothek geshared hat. Oh, Ice Cream, das muss ich. Ich will halt auch mal spielen. Oh, das wäre so geil, wenn du mir das. Du findest das Spiel so gut.
Hebst du den Finger nach oben, wird man dich loben. Hebst du die Hand, regierst du das Land. Wow. Das stimmt aber irgendwie. Also, ich kenne jemanden, der hat seine Hand gehoben, sehr hoch, hat Pulsschläge gemacht und dann hat er regiert. War nicht cool. War nicht cool. Der hat nur noch so einen auffälligen Schnäuzer, ne? Ja. Hat er wirklich. Lol, der Stream läuft gerade eigentlich... Ach nee, das ist ja gar nicht der Stream, das ist ja OBS. Fuck. Fuck, son of a bitch, I have to go to work. Oh mein Gott, das ist hier wieder so ein großer Raum. Warte mal, was für ein Spiel? The Forest. Lol, was war das denn gerade? Das klang richtig gut. Ja, Forest. Ja, ich erst erzählte. Was, du wolltest, glaube ich, noch irgendwas sagen, oder? Ich? Ja, es klang gerade so zumindest. Ich habe mich gerade aufgeregt, dass ich ja gerade wieder bei meinem Geheimprojekt einen Fehler habe. Oh. Das hier ist der Fehler. Das ist natürlich ungünstig. Ach so. Jetzt wird mir natürlich klar, was wir machen müssen. Wir müssen durch all diese Löcher Sonnenlicht scheinen lassen. Und dann blendet das Licht den großen Schlange. Und dann können wir den Lager da bekämpfen. Irgendwann, du wirst es sehen, zerstreckt sich ein Lichtbogen in Richtung Osten und Westen. Wir haben genug Butter. Wir haben nicht nur gute Butter, wir haben gute deutsche Butter. Wir hatten vorhin noch irgendwie das Thema im Stream. Dieser legendäre Satz von Höcke. Du kennst ihn doch auch, oder? Erfurt ist schön. Erfurt ist schön. Deutsch. Also, ich sag mal so, ne? Erfurt ist schön, soweit gehe ich da vollkommen mit. Und ich meine, wenn er der Meinung ist, dass Erfurt schön deutsch ist, okay, meinetwegen. Aber rhetorisch ist das der absolute Untermüll. Also wirklich. Ach mein Gott, ich finde das immer sowieso, solange sich zwei Extreme bilden und gegeneinander immer wieder irgendwas ausspielt und sie sich um Nichtigkeiten streiten, dann wirst du sowieso nie auf einen nennenswerten Anteil kommen. Das ist einfach, das musst du immer haben. Wichtig ist, dass der große Mittelteil sich auf irgendwas einigen kann. Die Extreme hast du immer, aber selbst die sind wichtig. Richtig. Dass man sich streiten kann, zu welcher Partei man oder zu welcher Seite man sich eher gezogen fühlt. Richtig. Ist ja alles im Rahmen, aber das, was gerade ist, ist... Ich muss halt wirklich sagen, ich finde es halt ein bisschen verkehrt, sagen wir mal so, ich kann mit der AfD nichts anfangen. Aber wie manche... Die AfD ist genauso behindert wie die NPD, das sind beides nur irgendwelche scheiß Oppositionen. Naja, die AfD ist ja keine Opposition, das ist ja, das geben sie ja vor. Naja, beziehungsweise, man könnte sagen, es ist eine, soll ich das jetzt schon so, Politik, ich wusste es. Unter der Hand? Ja, jetzt sag du es mal. Unter der Hand verfolgen sie halt dieselbe Agenda wie sämtliche andere Volksparteien, von denen sie ja ach so unterschiedlich werden, sein wollen. Und das ist eben so das, was mich daran stört. Also es ist eben Schein und Sein so ein bisschen. Wusstest du, die NPD wurde genauso wie jetzt auch die AfD vom britischen Geheimdienst gegründet? Schon mal gehört? Echt? Das ist krass, das wusste ich noch nicht. Was? Da sind wir wieder bei dem Thema, ja, na klar, unsere Regierung arbeitet auch voll selbstständig. Arbeitet sie nicht. Aber gut, spätestens wenn du merkst, wie hörig unsere Regierung eigentlich ist, wird ja eigentlich klar, dass du auf eine ganz andere Partei dabei Rücksicht nimmst. Und das ist eben insbesondere gerade die amerikanische Politik. Also die deutsche Politik scheint einfach völlig unfähig, irgendwas ohne Amerika zu machen. Und das ist eben auch der Grund, warum eben bei vielen der Eindruck entsteht, dass Deutschland eigentlich gar nicht autark handeln kann. Ja, welches Land kann heutzutage schon autark handeln? Guckst du dir einmal die Weltwirtschaft an, dann weißt du ganz genau, was autark heute bedeutet. Krieg einfach den Dinge sind ja richtig hart in den Arsch und du hast eine Ruhe. Wenn du das nicht machst, dann bist du weg. Mal ganz grob gesagt.
Ist scheißegal, wie es deiner Bevölkerung dabei geht. Verfolge einfach die aktuelle Wirtschaftsagenda und mach dir selber als Politiker ein gutes Leben. Mein Kreuz ist immer leicht zu. Es ist immer gleich. Ja, sagst du erstmal. Mein Kreuz von der AfD mein steht da. Ja, genau, steht nur im Chat. Falls heißt ich nur. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, ist halt, es ist mal ganz leicht, das ist dasselbe, also es ist jetzt meine persönliche Meinung, es ist genau dasselbe. Das ist dasselbe mit der Religion, das ist genauso wie mit den ganzen Parteien. Solange du es schaffst, den Menschen vorzugaukeln, sie müssten sich ständig gegeneinander probieren auszuspielen und das Kollektiv dabei komplett zu vernachlässigen, nämlich das Menschenkollektiv an sich, dann wirst du es immer so haben, dass sich keine große Menschenmasse aufrafft, um die Wahrheit zu mehr oder weniger, nämlich die, dass man das Ganze mal voranbringen soll und nicht durch Profit hier ausbremsen sollte. Das wirst du nicht erkennen, weil die Menschen werden sich nie, oder keine Ahnung, ob das irgendwann mal passieren sollte, im Moment sieht es nicht danach aus, mal zusammenraffen und sagen, hey, wir müssen mal zusammen an einem Strang ziehen. Aber nein, solange immer sich gegenseitig aneinander gehetzt wird, wird da nie was rauskommen. Jetzt guckst du, wer initiiert das Ganze, dann kennst du denjenigen. Richtig. Generell, das finde ich ja sehr interessant. Es gibt ja eigentlich in der linken Ideologie auch diesen Ansatz, dass du eigentlich ab einem bestimmten Punkt, wenn der Kommunismus-Sozialismus wirklich weltweit etabliert ist, die Nation abschaffst. Schlicht und einfach, weil im Prinzip der Gedanke dahinter ist, wir lassen uns doch dadurch, dass wir in Nationen denken, spalten wir uns doch im Prinzip auf. Also das heißt, jede Nation denkt irgendwie für sich allein, aber das funktioniert so halt nicht. Darf ich da kurz was einwerfen? Ja. Man darf ja, man muss, also das ist meine Ansicht, man muss ja den Begriff Nation mal unterteilen in kulturelle Nation und, wie soll ich sagen, ideologische Nation. Und dann kommst du ja ganz schnell auf den Nenner, dass die Nation rein ideologisch total für den Arsch ist, weil wir sind ja nun mal die Menschen, wir sind ja keine Unterrassen. Deswegen ist der Rassismus genauso sinnlos wie jede andere Art von Menschendifferenzierung. So, geiles Wort. Aber die rein kulturelle Basis, finde ich, sollte man schon erhalten, weil was bringt ein weltweites Mischvolk ohne kulturellen Bestand zu erzeugen? Was ich nun mal, das hat sich ja immer wieder in der Geschichte gezeigt, vermischst du mehrere Kulturen miteinander, hält sich die Kultur nie länger als 50 Jahre wirklich akribisch und nur ein paar Büchern steht sie festgeschrieben. Da finde ich es doch viel besser, wenn man weltweit sagt, wir sind ein Menschentum, bringen uns voran, aber die Kultur ist trotzdem in der Kulturstätte verankert. Das wäre eine Lösung. Das stimmt. Das wäre wirklich eine Lösung, wo ich sagen würde, da gehe ich voll mit. Es ist total geil, dass wir Menschen eben wirklich kulturell so unterschiedlich sind, weil man kann extrem viel voneinander lernen auf die Weise. Und es ist halt auch total interessant, sich da kulturübergreifend auszutauschen. Also ich finde, die Kulturen sollten schon gewahrt bleiben, zumal jede Kultur auch für sich eben ganz eigene Sachen erreicht hat. Aber der Nationengedanke an sich ist meiner Ansicht nach irgendwo veraltet. Denn am Ende des Tages, wenn ich es jetzt mal auf das Wesentliche runterbreche, bin ich nicht Deutscher, ich bin Mensch. Dass ich eben in Deutschland geboren wurde, macht mich letzten Endes zum Deutschen und damit habe ich eben zum Beispiel eine sehr schöne Möglichkeit. Ich bin zum Beispiel Muttersprachler mit Schiller und Goethe. Ich kann das in Originalsprache lesen. Das ist ein Vorteil, den zum Beispiel ein Franzose nicht hat. Der muss eine Übersetzung lesen und vielleicht... Ich sag mal so, Boah, wie viele Höllen hier kommen, das finde ich gut, die geben viele EP. Super. Es ist ja auch die Sache, wir hier in Europa mal speziell mal auf die Kultur runtergebracht, kommen ja alle von einem gewissen, Germanen-Heidentum, was ich, beziehungsweise aus einer Pangarisch, sagt man ja dazu, so. Wir kommen ja alle von dieser ganzen großen Fläche, die sich da Europa nennt. Und logisch, wir haben ganz andere Wurzeln oder Ansätze im Denken, im Handeln, im Gehen, also in den Genen, als beispielsweise irgendein Indoneser oder ein Malaysianer. Ja, das stimmt. So, und sich dann auf Biegen und Brechen oder unter dem Oberbegriff Globalisierung und kultureller oder multikulturelle Verbindungsebene zu stützen oder runterbrechen zu wollen, das finde ich meiner Meinung nach einfach nur hohl. Und das ist auch wieder nur so ein Versuch, um von anderen Dingen abzulenken. Weil wenn man sich wirklich mal als Mensch dazu besinnt und sagt, ich habe nichts gegen andere Nationen, das ist ja wirklich der größte Teil, und es wird immer diejenigen geben, und jetzt benutzt man den Begriff die Rechten der Bienen, das ist einfach so. Aber im Großen und Ganzen sind wir alle Menschen, das ist nicht.
dämlich. Aber diese Diskussion kannst du mit vielen Menschen gar nicht führen, weil genau diejenigen schon von den ganzen Medien derart manipuliert sind und die mit Kampfbegriffen oder mit Vorurteilen um sich schmeißen. Richtig. Das ist einfach nur anstrengend. Weil guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, und ich meine das jetzt so, wie ich sage, Deutschland hat doch eine erhaltenswerte Kultur. Dann meinen wir gleich wieder, aha, da ist er wieder, das neue rechte Arschloch. Okay, jetzt möchte ich mal Folgendes dazu sagen. Weder habe ich irgendwie verlangt, dass man... Habe ich irgendwo erwähnt, dass man dafür alle Ausländer rausschmeißen müsste oder so? Nein, habe ich nicht. Zweitens mal, habe ich überhaupt gesagt, inwiefern... Oder habe ich die deutsche Kultur damit irgendwie über andere Kulturen erhoben? Die meinetwegen von Frankreich oder Großbritannien, die ist genauso schützenswert. Oder die Kultur der Philippinen, das ist alles schützenswert. Nur die deutsche eben auch. Ja? Ja, aber guck mal, da siehst du direkt schon die ganze, wie soll ich sagen, die Doktrin, die sich seit 80 Jahren hier breit macht. Das ist einfach Richtig. Eine Tatsache. Und dann guckst du, wer die ganze Doktrin überhaupt angefangen hat, groß zu machen. Also von irgendwo muss es ja nun mal kommen. So, Richtig. Über denjenigen kann man sich streiten und das Feindbild wird immer schnell gebracht. Aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass es erstmal irgendjemand geschaffen hat. Und das waren definitiv nicht die Deutschen. Richtig. Weil, jetzt mal wirklich, ich meine... Ich habe als Deutscher grundsätzlich keinen Anteil daran, was Goethe gedacht hat. Aber ich gehöre eben aus Zufall, und das ist irgendwie ein cooler Zufall, wenn du mich fragst, zur selben Nation. Und das. Und Goethe. Das macht einen stolz, kann man ja mal einfach so ja, ganz stupide. Und man kann doch sagen, was man will. Erstens mal, Goethe war Deutscher, Punkt. Zweitens mal, Goethe hat Großes gedacht. Und Goethe war ein fantastischer Dichter. Das sind zwei völlig unumstößliche Tatsachen. Und wenn ich mir dann sage, jo, ich bin stolz drauf, ich lese Goethe, das ist ein super Dichter, dann mache ich doch damit nicht gleich andere schlecht. Goethe ist nicht schlechter als ein, fallen mir jetzt französische Dichter ein, oder zumindest Philosophen fallen mir ein, ist nicht schlechter als ein Voltaire oder Descartes. Er ist nicht schlechter, er ist einfach anders und er ist eben zufällig Deutscher und hat Er ist nicht zufällig Deutscher, guck mal. Das ist schon wieder, also das meine ich jetzt nicht auf dich bezogen, aber man setzt sich ja selber so schon fast so diese Angstgrenze und denkt sich, darf ich das jetzt überhaupt so aussprechen? Und allein daran sieht man doch schon, dass man durch seine ganzen Mitmenschen irgendwie eine gewisse Schonrolle gedrängt wird. Es ist Richtig. Ja, man muss sich hier vor keinem verstecken, um das zu sagen. Und die Sache ist, wenn man das doch muss, dann kann man doch eigentlich sich die Frage stellen, gibt es denn überhaupt noch die sogenannte Meinungsfreiheit? Wenn man ganz bestimmte Meinungen verbietet mit dem Argument, dass es moralisch verwerflich ist, gibt es denn bitteschön die Aussage, was, mal auf, ich beziehe es nicht auf das Rechts, was ich sehr, sehr gut fand, wo ich jetzt in Berlin war, da gab es ein Produkt, da stand eine ganze Produktkette drauf, zu 100% vegan. Da kam es auf die Nenner, was ist denn, wenn jetzt ein Produkt 70% vegan ist? Was ist denn 70% vegan? So, weißt du, wie ich das meine vom Prinzip her? So, und da bin ich halt auch auf den Nenner gekommen. Wenn man in dem Moment, wo du dich von der größeren Gruppe, und die Gruppe ist genauso manipuliert wie ein Einzelner, kontrollieren lässt, musst du dich immer diesen Zwängen unterwerfen. Ist einfach so. Na, es ist schon so. Also, ich bin halt persönlich der Meinung, es gibt bestimmte Tabuthemen in Deutschland, die eigentlich keine sein sollten. Und das ist eben zum Beispiel diese ganze Sache mit, wie gehen wir eigentlich mit unserem nationalen Erbe um? Und ich muss kurz einen Dialog vorlesen, es tut mir leid. Wow. Endlich, die Schlange hat nun endlich genug. Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Ich werde dich noch vor dem nächsten Vollmond besiegen und Kushinada retten. Also gut, du sogenannter Wächter, lass uns sehen, wer von uns der Stärkere ist. Also musst du mal sehen. Eigenartig, er hat gar nicht reagiert. Die Schlange ist durch das Drachenmal nicht ausreichend geschwächt worden. So kann ich sie nicht besiegen. Okay, und an dieser Stelle kommen wir ins Spiel. Ach. So, okay. Zum Beispiel dieses Thema, wie gehen wir eigentlich mit unserer Kultur um? Wie vermitteln wir das zum Beispiel unseren Kindern? Wir können auch unseren Kindern sagen, hey, guck mal. Das ist Goethe. Das und das steht drin. Der hat Faust geschrieben. Und der hat auch andere tolle Bücher geschrieben. Und das ist bis heute noch ein ziemlicher Schatz in Deutschland. Das kannst du mal lesen. Das ist wirklich ein gutes Buch. Und dann kann man ja meinetwegen in den nächsten Stunden sagen, hier, guck mal. Das ist ein gutes Buch von einem französischen Philosophen. Das kannst du auch mal lesen, das ist auch ein gutes Buch. Gibt viele gute Bücher, nicht nur von Deutschen. Und auf die Weise könntest du die Kinder dann wirklich mal richtig bilden und du hättest noch was für die deutsche Kultur getan. Denn es gibt eine deutsche Kultur. So, ich muss jetzt aber mal ganz kurz auf Klo hier. Ernsthaft, wie kann man so aufs Klo müssen? Ach. Willst du es wirklich wissen? Man muss einfach nur sau viel Tee trinken. Das ist alles. Oder Wasser, beziehungsweise.
Oder man ist einfach Manik und hat die Mädchenblase schlechthin. Ja, ich glaube, ich habe so eine Blasenkapazität von 100 Milliliter oder so, maximal. Gut, bis gleich. Ja, bin ich wieder schönen Winter. Ich bin wieder allein. Die sind jetzt schon wieder nicht. Machen wir das hier nicht? Ach wow, habe ich nicht auf Set gedrückt. Wow. Toll. Du kennst es noch, ne? Ja, klar. Gibt's von deiner Seite aus noch irgendwas dazu zu sagen, was du dazu sagen möchtest? Ach, man dreht sich bei der ganzen Sache ewig im Kreis. Ich meine, man zieht dann immer so Fazits und am Ende kommt man doch wieder drauf. Man weiß ja ganz genau, wie es eigentlich ist, aber die Sache ist, man braucht ja, das habe ich jetzt, die Erkenntnis habe ich auch gewonnen. Man ständig probiert, irgendwelche Menschen zu bekehren, sondern sollte für sich wissen, was wozu man steht und wozu man nicht steht. Und es ist ja auch nicht schlimm, seine Ansichten immer zu verändern. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sich, wie soll ich sagen, seine Meinung oftmals manchmal ein bisschen voreilig äußert und dann eigentlich so merkt, eigentlich ist ja das und das noch besser, wie man so sagt, aber am Ende komme ich doch drauf, dass ich mich ständig weiterbilden will. Aber ständig irgendwelche Menschen dann das unter die Nase reiben zu müssen, das habe ich mir abgewöhnt im Laufe der Zeit. Sondern mache ich nur noch bei Menschen, die mir auch wirklich nahestehen, wie zum Beispiel dir. Und da halten wir uns öfter. Nicht tragische Tage. Da hast du recht. Aber ich sag mal, wait, ich hatte gerade einen gut klingenden Satz. Ich hatte gerade einen gut klingenden Satz im Kopf. Zu dem Thema. Es hat mich Ice Cream. Ice Creams Frage hat mich wieder voll rausgeworfen aus dem Konzept. Oh Gott, da kommt auch noch so viele PP. Genau, es ging darum, wie geht man mit seiner eigenen politischen Bildung gegenüber anderen um. Ich sag mal so, ich habe mir halt abgewöhnt, die Diskussion immer irgendwie auf das Thema hinzulenken. Es passiert halt meistens einfach, wenn ich dabei sitze, ich weiß nicht warum. Aber ich lenke es nicht mehr bewusst auf das Thema hin, sodass es, ich möchte halt beim anderen nicht den Eindruck erwecken, guck mal, der hat sich dazu belesen, jetzt gibt er wieder nur mit seinen Kenntnissen an. Ich versuche halt wirklich dann teilweise, wenn ich merke, okay, die haben die Diskussion jetzt dorthin gebracht, dann werde ich sie jetzt mal genau darauf festnageln und dann diskutieren wir einfach mal ein bisschen. Weil du kannst extrem viele Fragen, die sich in der heutigen Politik stellen, kannst du durch einfache, logische Fragestellungen komplett entschärfen. Das ist... Ja, aber viele Menschen können das eben nicht. Ja, Demokratie bildet sich halt aus allen Menschen. Wenn du den Großteil der Menschen, wie soll ich sagen, in einer Scheindemokratie schaffst, diese Menschen in eine gewisse Meinungsrichtung zu lenken, dann interessiert dich der kleine Rest, der es weiß, sowieso nicht mehr. Verstehst du? Ist halt wirklich so. Also, ich persönlich sehe es halt so, unsere Medien könnten grundsätzlich schreiben, was sie wollen. Deswegen gibt es ja die Pressefreiheit. Aber ich habe noch ein schönes... Erik, ich möchte das mal kurz sagen. Die Sache ist, das ist ähnlich wie mit der Reisefreiheit, die es damals ja für die DDR gab. Das hat mal Volker Pispers schön gesagt. Reisefreiheit heißt, die Leute müssen reisen dürfen, nicht können. So.
Das ist, glaube ich, derselbe Kontext, unter dem man auch Pressefreiheit beurteilen sollte. Denn unsere Medien mögen zwar frei sein, sie dürfen schreiben, was sie wollen, sie machen es aber einfach nicht, weil es nicht profitabel ist. Wenn du nämlich gegen den Mainstream schreibst, bist du direkt ein Verschwörungstheoretiker, egal ob du Verschwörungstheoretiker bist oder nicht. Ein kleines Beispiel. Der Sender, besser gesagt der Internetsender KenFM, kennt bestimmt einige von euch. Hat schon auch seine Position, die ist ziemlich anti-Mainstream-Medien. Ob man die jetzt teilt oder nicht, das überlasse ich natürlich jedem selbst. Aber Fakt ist, 99% dessen, was er in seinen Videos erwähnt, ist wirklich exzellent recherchiert. Gerade in seinem News-Format oder besser gesagt, was das Team von KenFM da abliefert. Bringt Vorträge und Interviews zu teilweise auch streitbaren Personen. Aber er selbst weicht eben nicht von seinem Standpunkt ab und ist eben einfach nur mit seinem Standpunkt komplett gegen die Mainstream-Medien. Und der kann seinen Standpunkt aber auch perfekt begründen, ja? Und das, was er da sagt, das sind keine Verschwörungstheorien. Ein kleines Beispiel, dass er zum Beispiel eher auf Seite Russlands steht und gegen die NATO. Man hat jedes Recht, gegen die NATO zu sein. Das ist ein Angriffsbündnis und kein Verteidigungsbündnis mittlerweile. Und das kann, und diesen Standpunkt hat er halt einfach, kann das gut begründen und trotzdem ist er Verschwörungstheoretiker beziehungsweise wird in die rechte Ecke gestellt. Er hat sich niemals gegen Flüchtlinge oder sowas ausgesprochen, hat er nie getan. Da sieht man einfach mal, was gemacht wird, wenn du gegen den Mainstream versuchst zu argumentieren. Naja, du konsensierst doch aber schon, wer der wer den Mainstream so von den Fäden, von den Marionettenfäden her verkörpert. Was ist denn der Mainstream, verstehst du? Das ist das, was ich mit der Scheindemokratie erklärt habe. Ist halt so. Leider. Es hat ein Ice Cream eigentlich geschrieben, hier steht ganz viel. Könnt ihr euch noch erinnern, als Deutschland Germanien war ganz groß, du. Farnes Preußchen sollte noch jüngst und sehr richtig. Ja. Nee, weißt du? Die Sache ist, ich habe da mal einen schönen Satz gehört, auch, es war schon wieder Volker Pispers. Demokratie ist nicht, wenn du wählst, was du für richtig hältst, sondern wenn du wählst, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung für richtig hält. Das ist Demokratie, ja. So, und jetzt möchte ich mal ganz kurz die Pera starten hier. Felix untersucht den Boden, die Gefäße sind randvoll mit dem Drachenmal und dann reden wir doch mal mit dem Drachen. Drachenlord. Rainer Winkler. Mann, Mann. Rainer Winkler. Rainer. Guck mal her, Rainer. So. Wir können die Diskussion übrigens, oder das Gespräch ist ja keine wirkliche Diskussion, können wir jetzt übrigens gerne fortsetzen. Ich wollte nur in den Moment ein bisschen epischer gestalten. Guck mal, ganz kurz hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Übrigens, Ice Cream zu deinem Thema, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass sich viele Kinder heutzutage ohnehin ihre Kindheit selbst total zur Sau machen, indem sie schon mit sechs Jahren ein iPhone in die Hand nehmen. Schon damit versaust du dir deine ganze Kindheit. Es ist halt wirklich einfach so. Kinder sollten Kinder sein dürfen. Und das tust du nicht, wenn du sie vom Fernseher parkst. Und mit einem Mal macht die Pera viel, viel weniger Schaden. Oh Wunder. Wunder. Wunderschön. Wunder. Gibt es immer wieder. So, paralysieren. Ja, das ist einfach nur voll. Das ist einfach nur total hart verbockt. Etzala war ein Wolf gelaufen. Ach. Och nee, bitte nicht. Och nee, nein, Scheiße. Ach nee. Alles gut. Betrifft dich nicht. Ist okay. Boah, mit einem Mal macht die Pera viel weniger Schaden, das habe ich schon erwähnt, aber es ist halt wie wenig Schaden die Pera macht. Es geleitet mir sehr zur Freude. Mach einen Tipp, theoretisch kann ich das noch ausprobieren. Ach, Sachen nicht. Halt, bitte, bitte lass das gehen. Weil alles so gehen kann, das wäre ja geil. Ja, das geht! Oh mein Gott, wie gut. Was machst du okay. Da eigentlich? Ja, das ist die Überraschung, Leute, Mann. Wahnsinn, geduldig. Okay. Oh, übrigens, es kommt ein Moloch gerade. Das wirst du ja dann gleich sehen. Oh, schön, warte. Das wirst du ja gleich im Stream sehen.
Moloch sah so komisch aus noch in dem Spiel. Generell muss ich schon sagen, also grafisch ist natürlich die Version auf dem DS natürlich sehr, sehr, sehr viel weiter fortgeschritten als diese hier. Trotzdem war das für einen damaligen Zeitpunkt eine ziemlich gute Grafik. Eine ziemlich gute. So, du kannst ruhig nochmal Flora draufkloppen, das kannst du ruhig machen. Und du heilst Detmar selber durch ein tiefes Gebet. Das ist so doof. Weißt du, ich muss da gerade an was denken. Ich habe letztens auf Dr. Freud. Ich guck da eigentlich nur diese Random Game Facts, das finde ich immer ganz cool. Und eben die 1080 Nerdscope Songs. Du kennst doch David Hein, also diesen Typen von Behind, ne? Den Typen haben sie eben dann in so eine Nazi-Uniform gesteckt und dann hat er eben einen Song gemacht, Sieg Hein, so im Rammstein-Stil. Ohne Scheiß, du haust dich so weg, wenn du dir das anguckst. Weil er hat das eben okay. Die ganze Zeit so mit so Gaming-Metaphern ausgeschmückt, das ist so göttlich. Ich muss einfach nur mal suchen, Sieg Hein, ich glaube, dann findest du es. Das ist wirklich gut, aber es ist halt am Anfang irgendwie noch so... ist halt am Anfang irgendwie noch so sehr viel... Sag schnell, Intro. Richtig, das war's, was ich gesucht habe. Kiss my behind. Nee. Boah. Erzela. So, jetzt stirbt wieder jemand. Alter, ach so. Keiner stirbt. Ich hab ja Umbra aktiv. Keiner stirbt. Bra. Aber wirklich, der brutalste Djinn ist immer noch Leere. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn ich den dritten Teil Let's Player. Leere ja, ist der Alter, Leere, da kriegst du voll, ja, der. Also, Leute, Leere macht folgendes. Wo ihr normalerweise so, ich würde mal sagen, 150 Schaden kriegt, kriegt ihr bei Leere so. Also, ja, oder sagen wir mal 400. Wo du so 400 bekommst, kriegst du da so 3, 4, 5. Leere. Einfach nur, damit man den Schadenswert dastehen hat, so, weißt du? Ja, wirklich, es kommt einem halt wirklich so vor, du denkst dir so, warum schreibt ihr das überhaupt noch hin? Das ist nix. Wobei mich, glaube ich, tatsächlich mal irgendein Boss gekillt hatte, weil ich noch 4 oder so hatte, noch Leere eingesetzt, der hat mir wirklich 4 Schaden gemacht. Da war schon ein bisschen auf. Ja, gut, ne? Ah, mit Synergie muss ich hier echt nicht anfangen anzugreifen. Das tut gar nichts bringen, Alter. Och nee. Das tut gar nichts. Komm, wir müssen jetzt einfach mal in jedem Satz tun einbauen. Wollen wir wirklich? Wollen wir wirklich tun? Wollen wir das wirklich tun? Wir wollen es wirklich tun. Schön. Naja, tust du das gerade richtig gut, da den Bot zu kämpfen? Ja. Wie Bera tue ich bekämpfen? Das tut gut, ne? Das tat jetzt gut, ne? Ich gönne mir heute Abend noch einen fetten Salbei-Tee. Tee. Ach ja, Garry's Mod habe ich jetzt auch. Schön. Oh, jetzt habe ich wieder vergessen, die Color zu öffnen. Ich hasse. Schön. Ach, deswegen hatte ich da so. Doof. Das ist jetzt habe ich da gleich. Boah, ich bin so gespannt. Also wenn du dich so in was reinarbeitest, dann ist da richtig was am Köcheln. Alter, wie viel KP hat denn Vipera? Okay, jetzt kommt ein fucking Boreas. Der wird Schaden machen. Ich finde es übrigens geil, im Prinzip ist Boreas wie so ein Fleischwolf für Schnee. Jawoll. Und guck dir das an. Was? Ich höre jetzt dir zu. 777 Schaden. Lucky Number 7, Alter. Vipera ist platt. Nice. Boah. So, jetzt leveln bestimmt alle erstmal. Aaron auch. Okay, er hat Polaros gelernt, wie ich gerade gesehen habe. Oh, ist Level nur 2. Oh ne, Fresh Craden ist wieder in the house.
Oh nein. Es sieht so aus, als wäre der Drache in schlechter Verfassung. Aber er ist noch nicht weit davon entfernt, sein Leben auszuhauchen. Er ist noch weit davon entfernt. Obwohl die Schlange besiegt wurde, kann ich dennoch nicht ruhen. Halte still, Schlange, und ich werde dir Frieden schenken. Und somit bleibt Kushina das Leben verschont. Und die Schlange läuft aus. Und ihr habt meinen tiefsten Dank. Wohin gehst du? Zu Kushinada natürlich. Wie jetzt feiern heute vor uns, seht ihr Scheiße. Felix untersucht die Tafel. Verwitterte Schriftzeichen sind darauf zu erkennen. Führer der Macht der Erde, lege deine Hände auf den Stein. Wir gewähren dir die Kraft, eins zu werden mit der Erde kleinster Teile. Führer der Macht der Erde, das musst du sein, Felix. Berühre den Stein, mach nur keine Sorge. Felix berührt den Stein. Ich mache einfach weiter in der Stimme. Wow, Pfeil. Alter. Das ist so dumm. Dieser Spruch von Ice Cream ist wirklich geil. Felix erlernt übrigens Versanden. Ich muss so dringend aus Klo, hab aber keine Lust, meine Mom wach wird. Meine Eier sind geladen wie ein NATO-Panzer. Das ist echt geil, Ice Cream. Müsst ihr mal sagen, meine Eier sind geladen wie ein NATO-Panzer. So Leute, und was können wir mit Versanden machen? Wann immer wir Sand sehen, verschwinden wir einfach mal am Boden. Und wenn wir jetzt hier hintergehen und mal gucken, was hier ausgelaufen ist, finden wir das Himmelszeichen. Und ihr könnt jetzt mal gucken, wie viel Attack-Bonus wir dadurch bekommen. Ich möchte hierbei anmerken, wir haben die bis hierhin zweitstärkste Waffe an Felix ausgerüstet und trotzdem ist es einfach 65 stärker. Das ist kranker Shit. So, jetzt hat Aaron das Himmelszeichen und die... Selbst die Kriegskeule bringt Felix noch was, perfekt. So, super. Die Schlange mit ihren geschlossenen Augen sieht beinahe lebendig aus. Okay, Leute, aber... oder besser gesagt Ice Cream. Ich würde sagen, den Dank in Izumo, den holen wir uns im nächsten Stream ab. Ich setze noch Rückzug ein, dann speichere ich noch. Und dann ist gut, Leute. Machst du Schluss? Ja. Okay. Weil ich hab geschafft, was ich mir für heute vorgenommen habe. Gib mir noch 5 Minuten. Ich hab's okay, da. Gut. Ich muss. Fuck mich, ich glaube, so. Oh, ich hab eine Sehstellung gegeben. Meine Eier sind geladen wie ein NATO-Panzer. Ich komm da drauf gerade nicht klar, Ice Cream. Es tut mir leid, es ist halt einfach richtig gut. Das klingt fast wie so. Das klingt fast wie so eine Line aus so einem Rap-Song. Meine Eier waren geladen wie ein NATO-Panzer. Vielleicht Dark Messiah. Oh. Eigentlich habe ich gerade echt keinen Bock mehr, muss ich mal ehrlich sagen. Wir haben heute eigentlich schon gut was geschafft. Ich meine, wir haben Izumo geschafft. So mehr oder weniger der nächste Part ist ja nur noch Nachgeplänkel. Oh, jetzt muss ich noch in Warte. Ich muss ganz kurz nämlich was bei Camtasia machen. Ja, und Sasu, sag noch was. Ich liege nicht im Sterben. Ich bin nur so müde und ich werde mich ein wenig hinlegen. Okay, ihr werdet Kushinada sagen, dass ihr die Schlange besiegt habt, nicht wahr? Ja. Natürlich, so ist es ja auch geschehen. So wie ich uns kenne, sind wir so weichherzig und werden es anders erzählen. Aber ob das wirklich der Fall ist, das seht ihr im nächsten Part, beziehungsweise im nächsten Stream. Aber jetzt lasst uns noch gemeinsam des Kiddos harren, auf dass er fertig werde. Das werden wir uns nicht machen. Ja, Camtasia fährt immer so schön schnell hoch, das mag ich immer an dem Programm so. Das stimmt, das Programm wurde wirklich sehr schnell. So, ich kann ja mal in der Zwischenzeit für etwas Lustiges im Browser suchen. Im Browser. Oh. Das ging ja schnell. So. Lel. Oh, Alter. Okay, du wolltest eine Runde Eisig? Das hast du halt gar nicht gemacht, du gesagt. Eine, komm, du wirst am Anfang gleich verrecken und spielen. Ja, eben, das war deswegen. So realistisch gedacht, das war. Das war nur. Nee, dann liegst du ja richtig. Tagesschau, historische Bandenversprecher. Und der letzte macht jetzt das Licht aus. Ach so, die ganzen Discord-Dinger, ja.
Jo, Alter. Der letzte macht jetzt das Licht aus. Oh Gott, ich hasse diese verpixelte Optik. Feuer! By the way, ist das Felix-Thema richtig, richtig scheiße, wenn man speedet. Ah, es geht tatsächlich schön. Ja, wann machst du den nächsten Stream? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Moin. Safe. Nee, Ice Cream, das ist eine gute Frage, aber ich glaube tatsächlich, das wird so früh und unmittelbar nichts. Einfach. Oh nein! Nächstes Stream morgen. Du brauchst es? Ich brauche neue Videos auf Kiddo. Das und das brauche ich wirklich. Aha. Hat die Dummheit dich etwa inspiriert? Oder gefällt sie dir? Ich brauche neue Naruto-Parts. Wann bringst du endlich wieder Naruto? Ino Yamanaka, Safe Call mit Dark Messiah. What the fuck, warum hat denn den Ton? Ganz ehrlich, also wenn es nach mir ginge, würde ich lieber weiter Golden Sun spielen. Ja, mach das. Und deswegen werde ich das auch machen. Ah ja, genau so ging der. Wow. Und ich weiß, das ist jetzt irgendwie hier, aber hast du Geld geschafft? Nee, wie gesagt, ich würde lieber Golden Sun weiterspielen und damit ist es eigentlich auch geregelt, weil das Spiel gefällt mir einfach besser. Aber gut, es ist auch ziemlich unfair eigentlich für jedes Spiel gegen. Dann tun sie das. Okay, mache ich. Kein Problem. Nee, aber generell, bei mir kommen eigentlich nur extremst wenige Spiele wirklich gegen Golden Sun an, weil dieses Spiel ist halt einfach extremst gut. Ich guck mal gerade schnell, ob es überhaupt auf Discord geht, dass ich im Prinzip meinen ganzen Server offline stelle. Zumindest temporär. Ja, das müsste sogar geht. Warum? Ich merke gerade richtig hart, wie ich das verlernt habe. Muss einfach mal so gehen, siehst du? Okay, das nicht. Aber ich glaube. Oder? Lol, das war übrigens gar nicht meine Absicht. Server einstellen. Nee, es ist jetzt wieder genau dasselbe. Warte. Nur, ich möchte noch mal ganz kurz was testen, Erik. Ja, warte. Was ist das? Was würde hier eigentlich noch stehen? Serverweit, Mikrofone? Was soll das? Oh, jetzt muss ich das ernsthaft trainen. Okay. Verifizierungslevel. Haare noch ein wenig aus, mein Freund. Ich hab das nicht. Und das sag ich jetzt schon seit einer Stunde. Nee, wie gesagt, das wäre ganz schön, wenn du. Wäre schön. Wenn das schnell geht. Don't let your memes be dreams. Wow. Wow. Don't let your memes be dreams. Pride, Cup of Pride. Oh, Camtasia hat ein neues Overlay. Und buggt. Oh, endlich buggt Camtasia. Ich hab ja lange, musste ich erwarten. Endlich darf ich mal richtig wieder guter alter Camtasia ist ein sensationelles Programm, das seine 300 Euro komplett wert ist. Was ich denn jetzt hier anmelden? Sind die irgendwie behindert? Meine Speicher oder Camtasia wird echt. Jedes Mal, wenn ich dieses Programm starte, wird Camtasia beschissen. Jetzt kann man das nicht mehr an meine Speicher oder weitergeben. Da konnte man ja immer noch ganz normal speichern. Das ging ja aber noch. Jetzt geht nicht mal mehr das oder wie? Camtasia, wie kann man so. Genau deswegen update ich die Scheiße nicht. Habe ich ja nicht mal, da hatte ich das
behaupten, er hat sich hier selber geupdatet. Vorhin gesagt, es ist eine neue Version drauf. Und die Leute updated worden. Ist das behindert, Alter? Naja, ich habe ja mein Kelvis-Profil. Nein, wir cracken dem Deja nicht. Nein. Nee, wir haben es auch nicht gecrackt. Wir haben es nicht gecrackt. Wir sind ja schließlich keine Cracks. Wir sind ja keine Cracknutten. Ich habe nur drauf gewartet. Ja, der war aber auch vorher zu sehen. Was so, passiert eigentlich, wenn ich den Götzen jetzt nochmal hier drauf stelle? Mario. Wo wir gerade mal dabei sind. So, jetzt lass das einfach mit ihm. Ich höre dich nicht mehr, Marvin. But why? 2 Euro. Das ist zu teuer. Ich brauche ein billigeres. Was ist? Sparflamme. Hörst du mich echt nicht? Jetzt höre ich dich, alles gut. Lol. Wait. Ist das jetzt ein Bug oder ist Sasus mittlerweile vorgegangen? Ich glaube, Sasus ist vorgegangen. Alter, weißt du, was jetzt das Allergeilste wäre, wenn es jetzt halt einfach so resettet hat, dass Sasus gestorben ist. Sasus. Du musst einfach mal sagen, Rax, hast du gerade was? Ja, ich sag was, ist kein Problem. Ich muss jetzt wieder über 3 Milliarden Uhr. Bitte, ich kann hier echt nicht, ich kann hier echt nicht mehr viel Zeit totschlagen. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder zurück nach Izumo. Nee, der hat erst um 1 Schluss Ice Cream, alles gut. Der wird dann auch noch eine Weile brauchen, bis er hier ist. Ich glaube. Jo. Ich glaube übrigens, dass es hier oben auf Izumo tatsächlich noch einen Gin zu holen gab. Das haben sie lustigerweise auch im, in Anführungszeichen, Remake. Also dem dritten Teil, so beibehalten, dass es hier hinten einen Gin zu finden gibt. Und die Anspielung verstehe ich immer noch nicht. Alex Goblin, warum? Also, Lel. Ich bilde mir gerade wirklich ein, dass es hier hinten noch einen Gin gab, weil es gibt eigentlich überall einen Gin. Also wirklich überall. Sasus, die Digi-Zeit bricht an, ja. Weil ich versuche eigentlich gerade echt nur noch die Zeit zu überbrücken, bis Kiddo fertig ist. Ich habe doch gleich mal nicht hin. Was? Ich habe doch gleich. Ich hoffe jetzt einfach mal, das geht jetzt. Hä, das ist doch behindert. Warum sagt denn der Pfeil dann faul? Sowas regt mich gerade richtig auf. Er sagt Pfeil dann faul. Oh cool, da ist gerade übrigens die Spezialattacke. Was will er denn machen? Ja, keine Ahnung. Deswegen will ich ja warten. Irgendwie glaube ich, dass er... Es ist einfach am Ende so billig und du wirst einfach sagen, wow, darauf habe ich denn so lange... Urteile nicht vorschnell, vielleicht gefällt es mir ja sogar sehr gut. Oder war das hier vorne auf dieser Landzunge? Irgendwo auf Izumo gab es einen Gin, bin ich mir gerade sehr sicher. Übrigens, Soundtrack hat sich geändert.
Und ich finde die zweite Version deutlich schöner. Und hier sind alle mega am Dancen. Dancing in the moonlight. Everybody. Everybody. Dancing in the moonlight. Mehr kann ich gar nicht mehr, aber ich weiß ja, dass von diesen Goblins wandert immer auf Evil. Was? Ja. Ich hab so das jetzt akustisch nicht verstanden. Also ja, ich hab das akustisch nicht verstanden, Diggi. Auch obwohl Diggi, Alter, die Diggi-Zeit ist doch wieder voll fucking Fallstar. Ah, guck mal! Aus dem Innern des Mikageberges traten Krieger hervor. Ja, nach dem Aufschrei der Schlange sind diese Krieger erschienen. Dann war es nicht Sasu, der die Schlange besiegt hat, sondern jene Krieger? So mag es gewesen sein. Lady Kushinada, bitte vergebt mir. Es ist mir gleichgültig, wer die Schlange besiegt hat. Ich mache mir viel mehr Sorgen darüber, was Sasu zugestoßen sein mag. Ich kann den Namen nicht ansehen, was überleid. Sasu kam also nie vom Mikageberg zurück. Er kehrte ins Dorf zurück, nachdem die Helden erschienen sind. Er wusste auch, dass die Schlange besiegt war. Oh, Sasu. Was hast du Musik gemacht? Wer seid ihr? Dies ist mein Zuhause und ich führe gerade ein Privatgespräch. Geht sofort. Was ist los? Es gibt keinen Zweifel. Das sind die Helden, die auf dem Mikageberg erschienen sind. Seid ihr diejenigen, die Schlange besiegt haben? Dann wart ihr es. Ich muss mich entschuldigen. Ihr seid hier willkommen. Ja. Ich hoffe mal, geht jetzt. Ich schick dir das jetzt mal bei Twitter im Dingensen-Chat. Wie nennt man das hier? Im Privat-Chat. Jo, okay, weißt kannst du machen. Ich mein... Ist übrigens eine geile Idee von der Ice Cream. Ich wollte eigentlich auch noch eine weitere Pokémon-Challenge spielen, aber erstmal nicht. Weil ich erstmal Pause mache. Aber erstmal nicht. Nö, es gibt jetzt andere Projekte, denen ich hier den Vorrang gebe. Das ist aber auch gut. Weil Pokémon für mich halt nicht alles ist. Ich will Nintendo einfach nicht nur auf Pokémon reduzieren. Das, gut, das kannst du jetzt mach's nicht mit wissen. Mario. Genau, ich spiele jetzt Mario. Wer seid ihr? Ich bin Crane und das ist Felix. Yeah, meine Rap-Gang. Der junge Mann, der liebe Saron. Was? Hast du das gelesen gehabt auf Twitter mit der Half-Fuck-Overdose? Mit der Half-Fuck-Overdose, ja klar. Ich bin sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin Jenna und das hier ist Cosma. Wir befinden uns auf einer Suche. Unsere Reise über die östliche See führt uns hierher. Ihr wurdet gesehen, als ihr vom Mikageberg herabstiegt. Warum habt ihr so einen gefährlichen Ort aufgesucht? Um unsere Suche zu Ende zu bringen, brauchen wir viele Arten der Psynergie. Psynergie? Was, Psynergie? Ja, das ist eine gute Frage. Synergie findet sich in vielen Dingen. Es ist die Macht, Gegenstände nur Kraft seines Willens zu bewegen, zu heilen, etwas zu kreieren, zu heilen. Die Digi-Zeit bricht an. Die Digi-Zeit bricht an, ich merke schon. Und das alles durch die Kraft der Gedanken. Ich verhau schon das Voice-Over durcheinander. Sag mir, ist es etwa wie dies? Die Kraft des Digi. Die Digger-Kraft. Ist das die Kraft, von der ihr erzählt habt? Diese Kraft? Lady Uzume? Sie ist nicht mein so, allein. Gut, ich hab Kushinado das, und Sasu besitzen sie ebenfalls. Gut, okay. Digi, ich gehe jetzt Ben. Gute Nacht, Ice Cream. Dies ist die Macht, die wir besitzen. Ich nehme an, auch ihr verfügt über Ähnliches. Lass mich bitte nur noch den Dialog zu Ende machen. Nein, ich weiß, dass du den noch zu Ende machst. Was wir vollbringen, nennt ihr also Synergie. Und auch ihr habt diese Gabe. Was frisst du eigentlich schon wieder? Wenn ihr bereits über Psynergie verfügt, warum braucht ihr dann noch mehr dieser Kräfte? Baumsäfte. Ihre Kräfte sind anders als die unsere. Es scheint viele Formen der Psynergie zu geben. Ich kann das gerade wenig ansehen, wie Digi-Zeit bricht an. Sasu. Ach Gott, Alter. Digi-Zeit. Hashtag Digi-Zeit. Mein Körper stirbt. Tschüss, Ice Cream. Sasu. Du bist also wirklich noch am Leben, Sasu. Ja, ich habe überlebt und bin zu euch beiden zurückgekehrt. Und das habe ich diesen Leuten zu verdanken. Felix, unsere Dankbarkeit dir und deinen Freunden gegenüber wächst mit jedem Augenblick.
Sasu, du sprachst von anderen Formen der Kraft. Sag, was meintest du damit? Ich kann nur beschreiben, was ich gesehen habe, meine Schwester. Frag Felix danach. Ah ja, Synergie. Ich habe den Großteil meines Lebens ihrem Studium gewidmet. Die Kraft der Synergie kommt aus den vier Grundelementen. Erde, Feuer, Wasser und Wind. Diese Energien, die grundfesten Alchemie, nennt man die Elementare. Ihr kennt keine Alchemie, die vier Elemente, aber sie sind die Bausteine sämtlicher Materie auf ganz hoher Art. Alles, was existiert, entsteht also aus Alchemie und Synergie? Ja, so ist es. Alles, was uns umgibt, ist eine Kombination dieser Elemente. Heißt das, es gibt so viele Arten der Synergie, wie es Elemente gibt? So ist es, Kushinada, du bist ein kluges Mädchen. Der Mikageberg ist ein Ort, der von den Kräften der Erde durchdrungen ist. Ich gehe davon aus, dass auch eure Kräfte auf diesem Element basieren. So ist es, aber woher wusstest du das? Crayden, der Mikageberg ist der Gaia-Felsen, nicht wahr? Oh Gott. Gaia-Felsen? Der Mikageberg ist der heilige Gipfel unseres Volkes. Ja, aber es gibt viele Berge wie den Mikageberg in der gesamten östlichen See. Der Mikageberg ist ein Quell der Erdkräfte und daher muss er der Gaia-Felsen sein. Ihr habt andere Berge wie unseren Mikageberg gefunden? Ich hab das jetzt nochmal bei Discord reingeschickt, ne? Okay, danke. Ja, in der Tat scheint es, als würde jeder dieser Felsen eine andere elementare Kraft beinhalten. Ah, okay. Und nun seid ihr auf der Suche, die Kraft all dieser Elemente zu finden, ja? Es kotzt dich gerade selber an, dass ich das vorlese, richtig? Und ihr habt die große Schlange von Mikage nur bezwungen, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, hör einfach auf zu labern, bitte. Jetzt fühle ich mich gerade wirklich wie... Was? Jetzt fühle ich mich gerade wirklich wie diesen Gonzan Zuschauer, den du mir immer beschreibst. Jetzt fühle ich mich mal so. Nee, wirklich, Alter. Die Dialoge sind teilweise... Ich meine, wenn man die Story nicht kennt, sind sie interessant. Aber sonst sind sie einfach... Wenn man sie kennt... Ist es einfach schrecklich. Ja, wollte wohl jemand und hat sich dann besiegt, oder? Ist schon wahr, dass wir gegen diese Kreatur gekämpft haben. Doch ohne Sasus Hilfe hätte der Kampf kein so glückliches Ende für uns. Nee! Nee! Was? Sasu gab der Bestie eine große Menge Drachenmal zu fressen, dadurch wurde sie geschwächt. Wir hätten die Bestie niemals schlagen können, wenn sie nicht geschwächt worden wäre. Wir konnten nur gewinnen, weil Sasu alles riskiert hat, um den Drachen zu schwächen. Sasu, dann bist du vielleicht doch... Nein, ich habe nicht... Vergesst nicht, dass Sasu den Gnadenstoß ausgeführt hat, oder nicht? Ja, hat er, ganz genau. Den Gnadenstoß, alles was ich tat, war, ihn mit den Himmelszeichen zu schlagen, das mittlerweile in meinem Besitz ist. Da bin ich anderer Meinung. Du hast die Schlange geschwächt und du hast den Gnadenstoß ausgeführt. Ich würde sagen, deine Anwesenheit war von allergrößter Wichtigkeit. Also, Lady Usume, würdet ihr nicht aussagen, dass Sasu allein das Lob verdient hat? Auch Felix stimmt mir zu, nicht wahr, Felix? Ach, halt's Maul, du alter seniler Sack. Ich auch. Wir haben nicht gekämpft, weil wir uns eine Belohnung erhofft haben, oder? Ja, ich habe trotzdem eine bekommen. Es würde uns reichen, wenn wir eure Synergie erlernen dürften. Wie ihr sehen könnt... Alter, was aber schreibst du eigentlich die ganze Zeit? Es ist an der Zeit, die Sumo wieder zu verlassen. Ja, in der Tat, wir sind auf dem Weg nach Lemuria. Ihr wollt uns so früh wieder verlassen? Wir sind sehr nahe. Da müsst ihr uns eines Tages wieder in Izumo besuchen. Ich bin mir sicher, dass wir zurückkommen werden, sobald wir unsere Mission beendet haben. Ausgezeichnet, ich betrachte dies als einen Schwur. Schwur? Oh, wenn wir versprechen, dass wir gleich zurückkommen, heißt das gleichzeitig, dass wir unsere Mission erfolgreich beenden werden. Ich verstehe, genau, dann lasst uns alle schwören, dass wir wieder zurückkommen. Lasst uns das tun. Gerne, wo ich warte. Ach komm, please, komm runter. Okay, Leute, für auf YouTube, hält sich das überhaupt jemand das Ganze angetan hat. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Wir werden dann wieder streamen. Ich hoffe, euch hat die kleine lustige Runde gefallen. Und vor allen Dingen gibt es ja jetzt noch was anzugucken. Du hast es bei Discord reingestellt, hast du gesagt. Ja, komm, das musst du jetzt noch im Stream gucken. Ja, mach ich. Du machst ja am besten dabei einfach noch irgendeinen behinderten kurzen Musikloop an, damit es noch möglichst bekloppt kommt. Mach's bitte, bevor du das Video anklickst. Warte, was soll ich machen? Das Lustige ist nämlich, es spielt gar nicht ab. Also das heißt mit anderen Worten, ich muss es so erstmal. Ich kann nur den Link kopieren. Warte mal, Link öffnen. Fuck. Bin ja auch schlau. Mach dir einfach irgendeinen dummen Musikloop an deinem. Einen dummen Musikloop. Warte, das übernehme ich. Nee, mein Mikrofon ist einfach zu trashy. Kann ich nicht bringen.
Mach am besten einfach irgendwie hier meine komischen Zoo-OR-Links an. Warte. Ich muss den wieder. So, okay. Machst du was an dem Hintergrund? Es hört sich so trashig an bei mir. Nee, gut, dann warte. Ich nehme ja. Was könnte man jetzt im Hintergrund nehmen? Ach komm. Ich hab diese ganzen Zor-Links von dir, glaube ich, gar nicht mehr. Ich? Nee. Das downloadet im Internet. Und dann musst du das von da aus. Ja, ich verstehe schon. Also ich kann es aber auch direkt öffnen mit. Dann mach das du. Ach, dann mache ich das jetzt ohne den Musikloop, oder? Ist ehrlich. Ja, warte, ich mach das jetzt Oder einfach. warte mal, ich mache erstmal Datei speichern. Ich habe jetzt sowieso sau viele PNGs, einfach weil. Ja, das hast du durch meine wunderschöne Spielversammlung. Boah, Alter, Erik, das ist echt mega geil. Hast du das gerade offen? Lol, Alter. Warum war gerade unsere Homepage offen, Alter? Homepage. Da müsstest du wirklich eigentlich diesen Songkonzept. Das musst du da eigentlich echt. Na hier, das kannst du anmachen. Genau das. So, machen wir mal jetzt mal Wiedergabe. Mach nochmal an. Das passt echt. Muss das aber zeigen, sonst sehe ich das nicht. Warte, ja, stimmt. So, okay, gut. Mach nochmal. Ich find's gut. Homepage. So Gut, schön. okay. Dann würde ich mal sagen, war's das für heute auch mit dem Stream, wa?